Mein Name ist Markus Richter und ich habe versagt. Ich wollte eigentlich hierher fahren, um so zu tun, als würde ich gerade meine Jugendhack-Moderation in einem tollen Sommerurlaub verpassen. Und jetzt guckt euch das an. Du bist doof. Wenn das jetzt aufgenommen werden würde. Irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können. Und dann gibt es hier wieder irgendeinen Punkt, das ist jeder Punkt durchgekommen. Und dann haben wir einen zweiten Vektor. Hey Mann. Und ich dachte, Kobe wäre nur ein Rockstars. Aber Zuckerberg hat auch noch nicht vorbeigeguckt. Die Jury braucht irgendwie länger als geplant. Cyber-Dialog. Jetzt bräuchte ich aber wirklich mal eine Jury. Was machen die denn noch? Was soll denn das? Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, diese Junghacker, also die riechen nicht gut. Die haben komische Klamotten. Außerdem diese Gesichtsbehaarung manchmal. Was können wir denn noch vorziehen? Was es noch zu sagen gab? Also ich erwarte eigentlich schon, dass die Jugendlichen hier das europäische Raumfahrtprogramm vorantreiben. Alles andere wäre schon eine herbe Enttäuschung. Wir haben doch sowieso keine Informatiklehrer. Wer kann denn das übernehmen? Das sollen doch einfach, die Schüler sollen sich einfach gegenseitig unterrichten. Das reicht doch. Sie haben sich entschieden, eine monolithische Implementation zu machen, in der die Implementation des Protokolls und der Kryptographie im Prinzip im weitesten Sinne. Es kann doch nicht so schwer sein, funktionierendes WLAN zu machen. Doch. Bitte was? Eine Minute, ich könnte auch einfach die Preise jetzt verleihen. Hier noch die letzten Moderationsinfos. Gleich mal reinschauen. Seriously? Bevor du auf eine Bühne gehst, atmest du einmal tief durch und sagst Scheiße. Markus Richter, im Internet heißt er Monoxid. Er stellt sich immer gerne vor und sagt, ich spreche beruflich in Mikrofone. Er moderiert Veranstaltungen im Radio, zum Beispiel bei Deutschland Radio Kultur, aber er macht auch das Chaos Radio bei Fritz und er produziert auch eigene Podcasts. Und außerdem moderiert er gerne und regelmäßig medienpädagogische Veranstaltungen. Das sind allerdings häufig sehr theoretische Veranstaltungen, wo dann die Leute adressiert werden, die später mit Jugendlichen arbeiten sollen. Und deswegen findet er Jugendhack besonders cool, denn hier sieht man, wie man es richtig macht. Herzlich willkommen, Markus, und vielen Dank. Und jetzt sind natürlich alle Leute hier, die letzte Woche alle Jugendhack gemacht haben, aber auch ein paar Leute, die gekommen sind oder vielleicht im Stream zugucken, die wissen wollen, was da so entstanden ist. Und für die wollen wir vorher nochmal erklären, was ist denn eigentlich dieses komische Jugendhack? Das ist eine Wochenendveranstaltung, die sich in drei Phasen unterteilt. Genau, und die erste Phase ist die Ideenfindung. Das heißt, die Jugendlichen kommen an am Freitagnachmittag, werden so ein bisschen nach groben Überthemen in Räume zusammengeordnet, also worauf sie Lust haben, können sie sich überlegen, stellen sich dann erstmal gegenseitig vor und entwickeln dann Projektideen und sagen, es wäre doch cool, wenn man mal zum Beispiel sowas bauen würde. Skizzieren das dann so grob, was eine Projektidee ist. Genau, und das ist eigentlich die erste Phase. Und dann werden diese Projektideen vorgestellt. Also man stellt dann vor der großen Gruppe, wo alle dabei sind, vor und sagt, hier, das ist eine Projektidee. Und dann haben alle schon mal gesehen, was so auf dem Tisch liegt, was man theoretisch machen könnte an dem Wochenende. Und dann geht das los, was sozusagen der eigentliche Teil ist oder der längste Teil zumindest, nämlich das Bauen, Basteln und das Lernen, dass Leute sich zusammenfinden und versuchen, diese Ideen tatsächlich umzusetzen innerhalb dieses einen Wochenendes. Das machen sie nicht alleine, das machen sie natürlich mit den ganzen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zusammen und es gibt dann auch Mentoren und Mentorinnen, die hilfreich zur Seite stehen, also die sowohl technisch zur Seite stehen als auch sozusagen organisatorisch helfen können. Und dann mit etwas Glück gibt es ein Ergebnis und damit geht man dann in Phase 3. Genau, Phase 3, das ist das, was wir jetzt gerade hier machen, nämlich die Präsentation, die Abschlusspräsentation in der Volksbühne. Ich persönlich finde zwar, dass bei Jugendhack extrem zentral immer der Weg das Ziel ist und nicht so sehr das Ziel ist, weil die coolen Sachen passieren alle unterwegs. Aber natürlich wollen wir Ihnen und euch auch nicht die Ergebnisse vorenthalten, weil da wirklich extrem coole Projekte bei rausgekommen sind. Und wir haben es ja gestern Abend schon mal geübt und regelmäßig fallen uns allen dabei erstmal so die Augen aus dem Kopf, weil es wirklich krass ist, was Jugendlichen gemacht haben. Und deswegen können wir sehr gespannt sein, was wir jetzt hier alles heute präsentiert bekommen werden. Es war wirklich so, also jedes Projekt, was ich gesehen habe, war so unfassbar.
Und dieses ganze Ding ist natürlich nur möglich gemacht durch viele Leute, die mitarbeiten. Das sind halt zum anderen also Technik, Video, Mentoren und Mentorinnen, die da mitmachen. Aber diese ganze Idee wurde entwickelt und ins Leben gerufen und ins Leben gehalten, vor allen Dingen auch jetzt schon mehrere Jahre, von zwei Leuten, die wir jetzt mal gerne hier unter einem tosenden Applaus, den wir vorhin schon ein bisschen geübt haben, auf die Bühne bitten wollen. Das sind Daniel Seitz von Mediale Pfade und Maria Remmer von der Open Knowledge Foundation. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid. So. Oh nein, wir haben uns falsch rum hingestellt. Ja. So, und damit ihr die jetzt nochmal ganz schnell im Kurzdurchgang kennenlernen könnt, eine kurze Frage an dich. Daniel, warum macht ihr eigentlich Jugendhakt? Ich mag ein Zitat sehr gerne von einem Schuldirektor, der sagte, es ist unsere Aufgabe, Jugendliche auf ihre Zukunft und nicht auf unsere Vergangenheit vorzubereiten. Und das passt, finde ich, ganz gut zu Jugendhakt, weil wir schauen uns gleich ganz viele Dinge an und die mögen sich so ein bisschen nach Zukunft anfühlen, weil wirklich abgefahrene Dinge hier entwickelt wurden. Aber eigentlich sind sie tatsächlich Gegenwart. Also das sind Technologien, die jetzt schon da sind, mit denen wir uns beschäftigen. Und wenn wir aber über Zukunft nachdenken wollen, dann brauchen wir quasi mehr als jetzt einfach nur eine Technologie, mit der wir uns beschäftigen. Und das ist das, was wir versuchen, den Jugendhakt zu vermitteln, nämlich einen ethischen und moralischen Zugang und die gesellschaftlichen Fragestellungen, die eben mit Technologie zusammenhängen. Und das lösen all die Jugendlichen, die jetzt gleich präsentieren werden, in ganz großartiger Weise. Das werden wir gleich erleben. Cool, Dankeschön. Wenn man fragt, was Jugendhakt ist, wird ja oft mit einem anderen Fremdwort gearbeitet, was die meisten Leute auch nicht kennen. Das ist ein Hackathon für Jugendliche. Was macht denn Jugendhakt aber so besonders, so einzigartig? Also jetzt viele Anekdoten zu erzählen, will, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und ich spare die Zeit lieber, dass wir nachher noch ein bisschen Platz für Fails haben und Technikkomplikationen. Tatsächlich, deswegen würde ich gar nicht irgendwie einzelne Anekdoten in den Vordergrund stellen, sondern irgendwie das, was eigentlich alles eint, was wir so bei Jugendhakt erleben und was uns offenbar auch irgendwie immer wieder kommen lässt. Und auch, ich glaube, die Mentoren, die sich da jedes Wochenende, also ehrenamtlich die Wochenenden um die Ohren schlagen, auch immer wieder kommen lässt. Und das ist eine sehr, sehr große Offenheit eigentlich der Welt gegenüber, anderen Jugendlichen gegenüber, Offenheit den Mentoren gegenüber, Offenheit neuen Technologien gegenüber, generell große Lust auf Lernen. Und wir hatten dieses Jahr das Motto Grenzen im Kopf. Und ich finde, ihr und damit Jugendhakt ist ein großartiger Gegenentwurf zu Grenzen im Kopf, die wir gerade in der Gesellschaft besonders erleben. Und das ist eine irrsinnige Bereicherung und lässt mich glücklich nach Hause gehen täglich, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Sehr schön. Sehr schön. Der Dank geht an euch. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen Technik und den Mentorinnen und dem Team und so gedankt, aber es gibt ja bestimmt noch mehr Leute, ohne die dieses Projekt nicht zustande gekommen wäre. Muss da irgendjemand besonders hervorgehoben werden? Wer könnte das sein? Wir gucken mal hinter uns auf die Folie. Genau, also diese Offenheit ist natürlich nicht möglich, wenn wir nicht Finanziers und Geldgeber hätten, die uns das Geld geben würden, um euch diesen Raum für die Offenheit zu geben. Und die seht ihr hinten eingeblendet und dafür dürft ihr einen herzlichen Applaus spenden. Ohne die wäre es nur eine Idee. So, dann vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Reimann, Dank an euch beide. Seitz. Viel Spaß und uns. Dann werden wir gleich loslegen. Genau. Vorher will ich aber noch mal über dieses Fail-Ding reden. Mhm. Also einerseits, das ist jetzt nicht so ein, naja, wie soll man das sagen, so eine Wettbewerbspräsenz. Das ist kein Pitch, sondern es ist wirklich ein Anzeigen, ein Erzählen dessen, was an dem Wochenende passiert ist. Und es gibt auch ganz viele Leute. Wir haben 24 Gruppen, die jetzt in den nächsten Stunden hier alle durchgeschleust werden müssen, haben jeweils nur 4 Minuten Zeit. Das heißt, es wird ein bisschen unruhig. Man sieht es auch hier. Es sieht aus wie eine Werkstatt. Es wird sich auch währenddessen so anhören. Und was auch wichtig ist, und zwar nicht nur während des ganzen Wochenendes, sondern auch heute hier diese Fails, von denen immer geredet wird, also Dinge, Fehler, die passieren halt einfach und die gehören auch dazu. Da kann man immer, das ist so ein ganz schlimmer Kalenderspruch, aber von Fehlern kann man lernen. Das heißt, wenn ihr jetzt heute vielleicht zum ersten Mal hier auf der großen Bühne steht, was präsentiert und was schief geht, ist nicht schlimm, passiert uns auch immer wieder. Genau, mir haben auch viele Jugendliche erzählt, dass sie ganz froh sind, dass dieses Jahr der Wettbewerb wegfällt, weil dadurch noch so ein zusätzlicher Stressfaktor wegfällt. Denn Fails passieren sowieso, aber wenn man das Gefühl hat, es hängt nichts davon ab, ob man jetzt den ersten Preis gewinnt oder nicht, dann entspannt das so ein bisschen. Und das hilft, glaube ich, auch einfach zuzulassen, dass Fails eben passieren und dann geht man damit um. Und wir haben uns überlegt, wenn dann Fails passieren und es doch mal zwischendurch ein bisschen länger dauert,
Dann sagen wir einfach mal ganz kurz Paula. Kleines organisatorisches Detail für die Leute im Stream. Wenn ihr euch nachher fragt, warum reden die eigentlich mit jemandem, den ich nicht sehen kann? Das liegt daran, dass es bestimmte Menschen gibt, die nicht im Bild gezeigt werden wollen oder sollen. Und die haben dann so einen extra markierten Bereich. Stellen Sie hier hin. Also liebe Vortragende, falls ihr zugehört, hier gibt es einen abgeklebten Bereich, wo ihr reingehört. Liebe Leute im Stream, wenn ihr jemanden nicht seht, dann liegt das daran, dass das genau so sein genau, soll. Genau, also so wie ihr jetzt gerade im Stream Markus nicht gesehen haben solltet, sonst aber gehört haben solltet, genau, wisst ihr Bescheid, wenn das nachher passiert. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Applaus übrig für unser allererstes Team, die allererste Gruppe, die vorstellt. Das ist die Gruppe RoboVR und die besteht aus Michel und Lukas. Und ich freue mich sehr auf Ihre Präsentation. Ja, habe ich jetzt? Ja, jetzt habe ich schon. In dem Sinne herzlich willkommen zur ersten Präsentation, zu unserer Präsentation. Wir haben uns gedacht, wir setzen unser Projekt von Jugendtech Nord fort. Wir haben uns damals einen Roboter überlegt, der mithilfe der Oculus Rift, also einer Virtual Reality Brille, gesteuert werden können. Da liegt sie. Und naja, zum einen, es gab ein Motto dieses Jahr, es hieß Grenzen im Kopf. Und wir haben uns gedacht, Grenzen im Kopf, es sind nicht nur Grenzen im Kopf, es ist diese Grenze zwischen der virtuellen und der reellen Welt, in der man sagt, wir wollen diese Grenze übertreten. Wir wollen sagen, wir wollen etwas aus der virtuellen Welt in der realen Welt steuern und das Ganze möglichst auch noch so, dass wir selber die Möglichkeit haben, trotzdem mit der realen Welt in der virtuellen Welt zu interagieren. Das ist unser nächstes Ziel dann. Hier sind zwei Löcher, die beiden Augen des Roboters. Sie haben noch keine Kameras, aber das kommt noch. Naja, gut. Kurz zur Funktionsweise, der Roboter kann sich in der horizontalen und in der vertikalen jeweils drehen. Der ganze Roboter soll irgendwann eventuell auch nochmal fahren können, im Moment kann das noch nicht. Das ist dann auch noch ein weiteres Ziel. Und ja, was wir zum Beispiel überlegt haben, was man mit so einem Roboter machen könnte, man könnte so einen Roboter, wenn er dann fahren könnte, in ein Gebäude schicken, in ein einsturzgefährdetes oder brennendes Gebäude, sodass man da keine Menschen reinschicken muss, die man dann gefährden müsste, um halt in dem Fall dann Menschen zu schützen und ja, genau. Mal kurz zur Demonstration. Man kann den Roboter tatsächlich steuern. Es funktioniert gerade. Genau. Man sieht es. Er kann mit dem Kopf schütteln. Er kann nicken. Er kann sich bewegen. Genau, wenn ich mal ganz kurz das Bild vom Laptop gerade mal bekomme. Technik, ich brauche mal kurz das Bild vom Laptop. Genau, man sieht jetzt auf dem Laptop, bewegt sich im Moment nicht viel. Es bewegt sich im Moment eine kleine Landschaft da. Die ist dazu da, dass man, während man in der virtuellen Realität sich befindet, das Gleichgewicht behält. Weil wenn man eine weiße Fläche einfach nur hat, hat man überhaupt keine Gefühle mehr für die Richtung, in die man gerade reinguckt. Genau, man hat es gerade gesehen, er ist gerade gesprungen, das heißt, er ist gerade über die Grenze rübergegangen, über die der Schrittmotor im Moment nicht mehr weitergehen kann. Da könnte man andere Motoren einbauen, dann würde es anders funktionieren. Genau, und Michi wird noch mal ein bisschen was zur Technik sagen, die wir da jetzt einsetzen. Genau. Ja, zur Technik. Die Motoren werden gesteuert durch einen kleinen programmierbaren Chip, nennt sich Arduino. Geschrieben ist er mit der Programmiersprache C++, war mein Job. Der bekommt die Befehle vom Rechner, von Unity, Programmiersprache C#, sein Job. Und, genau. Ja, wir haben viel mit Zahlen jongliert, wir haben sehr viel Mühe reinstecken müssen, bis wir herausgefunden hatten, in welche Richtung die Oculus sich initialisiert, also in welche Richtung die ursprüngliche Ausrichtung der Oculus ist, sodass wir dann auch den Roboter dementsprechend ausrichten können. Mittlerweile funktioniert es und in dem Sinne herzlichen Dank und unser kleiner Roboter, er kann auch einiges mehr. Super, danke. Ganz vielen lieben Dank für die Präsentation. Besonders cool auch, dass ihr ja das fortentwickelt habt, was ihr beim letzten Mal schon gemacht habt. Dankeschön.
Das zweite Projekt trägt den etwas seltsamen Namen EasySHLS und ich würde mir jetzt gerne von Jakob, Moritz, Ben, Emil, Janita, Peter und Paul erklären lassen, was das ist. Herzlich willkommen. Ja. Auch von uns nochmal ein Hallo. Ja, wir sind Moritz, Emil, Paul, Janita, Peter und Ben und Jakob. Und unsere Idee, also zu unserem Projekt EasySHLS, hat uns der Trend des Smart Homes inspiriert. Und zwar für alle, die das nicht wissen, mit Smart Home Geräten kann man per WLAN zum Beispiel Lichtschalter steuern. Allerdings sind uns an diesen Geräten aber einige Mängel aufgefallen. Und zwar müssen die alten Anlagen komplett ausgetauscht werden. Das heißt, das ist erstmal ein Aufwand und außerdem entstehen dabei erhebliche Putzschäden. Und um diese Mängel halt zu vermeiden, haben wir uns etwas ausgedacht, was Sie Ihnen jetzt gleich erläutern werden. Genau. Wir dachten uns, es ist doch eigentlich eine ganz einfache Sache. Lassen wir doch einfach mal die ganzen Bedienelemente und Schalter, die wir im Haus haben, schon da. Ich meine, die benutzen wir sowieso weiter. Sowas lassen wir uns sowieso nicht abgewöhnen. Und stattdessen haben wir uns dran gemacht, eine Maschine zu basteln, einen Schalter, der quasi den schon vorhandenen Schalter drückt für uns. Ja, unsere Hardware sieht wie folgt aus. Also diese Kiste stellt jetzt mal eine Wand dar und wir haben hier einen ganz normalen Schalter, wie er überall verbaut ist und auch eine ganz normale Lampe, die durch den Schalter quasi an- und ausgeht. So, des Weiteren haben wir, wie man unschwer erkennt, hier einen Mikrocontroller. Das Besondere ist, dass dieser Mikrocontroller per WLAN angesteuert werden kann. Das ist nützlich für die App, die auch gleich vorgestellt wird. Und hier verbunden haben wir einen Servomotor, welcher dann später den Schalter betätigen kann. Sprich, wir haben die Möglichkeit, entweder den Schalter manuell zu betätigen oder dann softwaregesteuert über diesen Servomotor. Ja, und noch was zur Kiste? Die Kiste haben wir mit Hilfe eines Lasercutters geschnitten und jetzt geht es auch gleich schon weiter mit der App. Viel Spaß. Also, mein Job war es, die iOS-App zu machen. Die läuft auf iOS 8 und 9. Bevor ich die aber vorstelle, die Hardware, um das alles zu schalten, kostet insgesamt knapp 20 Euro, was natürlich deutlich günstiger wäre, auch als ein eigentlich Smart-Home-System. Also, ich glaube, man kann es nicht sehen, aber man öffnet die App und dann kann man einfach hier einen Schalter hinzufügen von der IP-Adresse und die muss ich kurz eingeben, die ist bei uns 192. .168.2.162. Wir nennen es Licht, fügen es hinzu und können auf Turn On drücken und es geht an. Also zur Android-App sagt euch jetzt Janita was. Ja, also ich war dazu zuständig, die Android-App zu programmieren und die sieht ein bisschen anders aus als die iOS-App, weil wir hier einen Miniatur-Lichtschalter haben auf der App, den wir betätigen können. Also es sieht wirklich aus wie der Lichtschalter und ja, der funktioniert genauso gut. Okay. Und außerdem haben wir bei der Android-App auch noch die Funktion, dass wir einen Timer einstellen können, eine Uhrzeit, dass wir quasi, wenn wir um 7 Uhr aufstehen, dass dann genau um 7 Uhr das Licht angeht. Ja, so, wir freuen uns, dass das schon so gut angenommen wird und freuen uns auch schon drauf, dass das in zahlreicher Weise gekauft werden wird und nochmal vielen Dank. Ich hätte noch eine kurze Frage. Ihr habt ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall billiger, als was Smart Home so kann. Was ich mich frage, ist es auch einfacher? Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Lust zu basteln. Ich möchte es dran klemmen und dann muss es funktionieren. Ist das schon so einfach? Also im Moment, ich würde mal sagen, ja. Es ist halt ein bisschen aufwendig, da mit Heißkleber was dran zu kleben. Aber sonst, die iOS-App ist ziemlich einfach zu bedienen, genauso wie die Android-App. Also
Okay, sollte nichts schief gehen. Wenn Highscale was Kompliziertes ist, das schaffe ich. Vielen Dank. Danke. So, wir bleiben thematisch so ein bisschen bei den Smart Homes. Wenn ihr jetzt alle den automatischen Lichtschalter eingebaut habt in eurer Wohnung, dann wollen den vielleicht auch andere Leute haben. Und damit die nicht bei euch einbrechen und euch den klauen können, wird euch jetzt das Projekt Cyber vorstellen, was sie gemacht haben. Und das sind Olivia, Florin, Damian, Patrick, Niklas, Florian und Moritz. Herzlich willkommen. Ja, danke erstmal. Wir haben einen computerisierten Überwachungsbaukasten für Einbruchsregistrierung, kurz Cyber, gebaut. Und das ist an sich eigentlich nur eine günstige Alarmanlage, die man ohne LAN oder WLAN betreiben kann. Zum Beispiel für Gartenlauben oder so Bungalows, die jetzt nicht nah am Haus sind, gedacht ist. Die man halt auch sehr günstig über eine SIM-Karte betreiben kann. Ja, kommen wir zur Hardware. Also da haben wir verwendet so ein Arduino Nano. Das ist quasi der Arduino in Kleinformat. Dann haben wir verschiedene Empfänger- und Sendermodule, die über eine bestimmte Frequenz kommunizieren. Ja, und dann gibt es die Bewegungssensoren und die sind alle miteinander vernetzt quasi. Ja, und zur Stromversorgung haben wir verschiedene Akku-Packs und Strom aus der Dose. Genau, ich erkläre euch jetzt einmal das Prinzip. Hier ist jetzt unser Bewegungsmelder. Der hat einmal, hier vorne ist der Bewegungsmelder, da drinnen ist dann ein kleiner Arduino und ein Sendemodul, was man hier auch nochmal sieht. Genau. Und das, wenn der Bewegungsmelder ein Signal bekommt, sendet der kleine Arduino über das Funkmodul zu unserer Zentrale eine Nachricht. Genau, die empfängt hier auch wieder ein kleiner Arduino und der ist jetzt hier zum Beispiel mit einem kleinen Lautsprecher verbunden. Und wenn dann der Alarm ausgelöst wird, geht das über dieses GSM-Modul, was Nachrichten verschicken kann. Und das schickt dann jetzt zum Beispiel zu diesem Handy eine Nachricht, dass zum Beispiel eingebrochen wurde. Und an Sensoren haben wir dann hier auch nochmal den Türsensor. Wenn man dann die Tür öffnet, schlägt er auch an. Genau. Und wir haben hier auch nochmal, wenn man selber kommt, damit man die auch deaktivieren kann, so einen Zahlencode. Genau, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und gebe es mal weiter. Ja, ansonsten würde ich das noch ergänzen, aber es war alles vollständig. Und zwar habe ich mich damit beschäftigt, die Arduinos, also den Sender und den Empfänger zu programmieren, auch wie die erste Gruppe in C++. Und zwar hatten wir einige Probleme, da die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen funktioniert, und zwar zwischen Empfänger und Sender. Wir haben es eigentlich angedacht, dass man, wie man hier sieht, wir haben ein Modul und noch ein Modul in halt ohne Hülle, dass man mehrere Module in verschiedenen Räumen einbauen kann und diese Module auch mit verschiedenen Sensoren erweitern kann. Wir haben hier zum Beispiel einen Bewegungssensor, der ausschlägt, aber man kann das Ganze noch mit Temperatur, CO2 eben für Brandfälle erweitern. Ja, das wird gesendet über Funk und die Zentrale wertet dann aus, sind die Schwellwerte kritisch, das heißt brennt oder wird eingebrochen, dann gibt das Ganze der Alarm, eben ein Ton klingt. Und es wird eine SMS gesendet, das war das zweite Problem, weil das auch wieder eine Kommunikation. Das Ganze funktioniert aber ohne Internet, das heißt, es ist hacksicher, da hier nur Daten gesendet werden und keine einkommen. Ja, genau. Und jetzt würden wir gerne mal, nicht hier einbrechen, aber es gerne mal demonstrieren, wie es dann funktioniert. Ja, also dazu schalte ich jetzt erstmal den Sensor ein, der jetzt über eine Powerbank läuft. So, den stelle ich mal... das sollte jetzt nicht passieren. Achso, doch. Ach ja, wir haben es geschafft. Man sieht jetzt hier eine Nachricht auf dem iPhone, die angekommen ist, dass eben der Alarm ausgelöst wurde. Und das Ganze könnte dann jetzt der Besitzer wieder deaktivieren, indem er über das Zahlenfeld den Code eingibt.
und damit hört der Piepser auf, der Alarm ist wieder deaktiviert und man könnte den jetzt wieder resetten. Und sobald sich dann wieder was bewegt, schlägt wieder Alarm und ja, so funktioniert Cyber. Super, ganz vielen lieben Dank. Ich möchte wirklich, dass unser Innenminister sich das anguckt und zu der Stelle kommt, wo jemand sagt, ja, so funktioniert Cyber. Das ist sehr schön. Ja, wir kommen jetzt zu etwas, wo mir nicht ganz klar war, was ist und vielleicht sehr gespannt. Es ist eine Hash-Distribution und sie wird präsentiert von Daniel, Jan und Henning. Herzlich willkommen. Ach, so, ja, Mikrofon gefunden. Ja, also unser Projekt ist Hash-Distribution. Die Grundidee bei dem Projekt war eigentlich eben, herauszufinden, was für Hashtags auf andere Hashtags folgen. Also zum Beispiel, welche Hashtags kommen, wenn jemand zum Beispiel einen Hashtag JugendHackt eingegeben hat und was dann eben zurückkommt. Was in anderen Tweets, die auch Hashtag JugendHackt haben, ebenfalls für Hashtags drin sind. Ja, und dafür haben wir dann eben diese Website geschrieben. Das ist einmal ein Frontend, das läuft in JavaScript eben und normalem HTML. Und eben ein Backend in Python mit einem Flask-Webserver, was dann zu einer REST-API wird. Genau, also die Idee dahinter, die wurde ja, glaube ich, gerade gesagt, oder? Ja, genau. Und wir haben hier ein paar Probleme und was dann passiert ist, dieses Backend von Python wertet halt die ganzen Daten aus von Twitter und ich war halt fürs Frontend zuständig und das nimmt dann diese Daten und verarbeitet die in einen schönen Graphen. Und dieser Graph, den wollten wir euch eigentlich zeigen, aber wir haben irgendwie gerade, genau, wir haben gerade irgendwie Probleme und ja, wir würden das jetzt noch irgendwie versuchen. Also Henning macht jetzt weiter. Ich kann ein paar Details erzählen, wie wir es genau gemacht haben, während wir das hier fixen. Wenn man einen Hashtag eingibt, wird der dann mit JavaScript via Ajax an einen Python Flask Server weitergegeben. Der liest dann mit der Twitter API die vielen Hashtags aus, findet dann andere Hashtags, sucht dann wieder weiter. Das ist eine ziemlich große Rekursion und irgendwann sind wir halt fertig, haben genug Hashtags und dann geben wir die eben wieder zurück über diesen Flask Server. JavaScript empfängt die dann wieder schön als JSON, dann wird dieser Graph hier generiert und jetzt sieht man ihn. Ja genau, also das ist jetzt die Grafik. Wir haben hier ein Baumdiagramm im Effekt und hier in der Mitte ist das, was der Nutzer eingegeben hat, also in dem Fall Hashtag Berlin. Das wird dann hier nochmal aufgeteilt. Und das Coolste ist halt einfach, dass man das machen kann. Genau, also wir können reinzoomen, rauszoomen, das ist jetzt ein bisschen doof wegen dem Touchpad, aber es ist möglich. Und was wir uns dabei gedacht haben, ist zum Beispiel zu Marketingzwecken kann man das sehr gut einsetzen, um zum Beispiel seinen Hashtag von seiner Firma oder was auch immer einzutragen und dann einfach zu erfahren, über was die Nutzer twittern und weiteres. Und außerdem kann man auch schwabbeln, also das ist auch möglich. Ja, das war's dann auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich finde es auf jeden Fall schwabbeln das wichtigste Merkmal überhaupt. Ich hätte noch eine kurze Frage. Habt ihr mal ein bisschen damit rumgespielt? Und wenn ja, habt ihr irgendwie einen Hashtag vielleicht entdeckt, was immer auftaucht oder sehr häufig? Also mir ist sehr häufig der Hashtag Cyber aufgefallen. Sehr schön. Vielen Dank. Hashtag Production. So, unser nächstes Team heißt Math Random und die haben ein Problem im Matheunterricht identifiziert, ein sehr interessantes und dafür haben sie eine Lösung entwickelt, das erzählen sie euch jetzt gleich. Und zum Team Math Random gehören Melanie, Leo, Paula, Timo und Felix. Herzlich willkommen. Genau, hallo, ich bin die Melanie. Ich bin der Leo. Ich bin der Felix. Ich bin Paula.
Ich bin der Timo. Deutschland hat ein Problem, ein Matheproblem. Es gibt zu wenige Aufgaben. Falls Sie Kinder haben, Sie kennen es sicherlich, wenn Ihre Kinder aus der Schule heimkommen und weinend Sie ansprechen, Mami, Papi, wir haben keine Matheaufgaben mehr. Wir haben dieses Problem gelöst mit unserem Projekt Math Random. Ein Aufgabengenerator, der zu verschiedensten Themen in den Bereichen Mathematik und Physik unendlich viele zufällige Aufgaben generieren kann. Und ein bisschen mehr dazu erzählen würde ich jetzt die Paula. Ja, ich hab im Backend gearbeitet und die Aufgabengeneratoren für die linearen Gleichungssysteme, die Vektorrechnung und bei der Physik für das Fadenpendel gemacht. Genau. Es wurden schon lineare Gleichungssysteme angesprochen, aber die werden noch nicht angezeigt, das kommt noch. Genauso wie Zahlen umrechnen, verschiedenes, Zahlendarstellung. Genau. Was inzwischen schon da ist, ist Verschiedenes zu Kurvendiskussionen, also Nullstellen finden. Da kommt auch noch mehr, weil es auch erst fast fertig wurde. Was schon sehr gut funktioniert, ist das Fadenpendel, was als erstes fertig wurde, das eigentlich eine Ausgabe der Physik ist. Genau. Und der Leo wird auch ein bisschen was über das Frontend erzählen und dann gibt es eine Vorstellung. Das Frontend ist mit HTML und JavaScript gemacht. Der Backend-Server ist in Python geschrieben. Das Frontend fragt dann immer an für die ganzen Aufgaben. Es wurde Materialize benutzt und wir zeigen euch jetzt eine Demo. Genau, wir führen euch die Website jetzt vor. Zuallererst sehen wir eine Seite mit verschiedenen Themengebieten, so Mathe und Physik und einzelnen Unteraufgaben dazu. Wenn wir jetzt Lust haben, quadratische Funktionen zu machen, die sind schön, können wir da drauf gehen, kriegen wir eine Aufgabe gestellt und ein Feld, in das wir die Lösung eingeben können. Sollte die Lösung, die wir jetzt eingeben, falsch sein, wird uns ein Tipp angezeigt, der uns hilft, die Lösung zu finden. Wenn wir dann die richtige Lösung gefunden haben, bekommen wir das auch angezeigt und nochmal einen allgemeinen Rechenweg, der uns hilft, das Ganze besser zu lernen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, weitere Aufgaben zu machen oder wir können zurück zur Themenübersicht gehen. Um euch jetzt mal ein Beispiel zu zeigen, wir haben ja auch Physikaufgaben drin. Wenn wir uns mit dem Fadenpendel beschäftigen möchten, das wäre eine schöne Aufgabe dafür. Das sind all die Dinge, die jetzt schon da sind. Es könnten natürlich noch viel mehr kommen. Zusätzlich zu den weiteren Modulen haben wir auch noch eine Zeitmessung, eigene Statistik, wie auch Accounts geplant, schrittweises Lösen und so weiter. Wir hoffen sehr, dass unser Programm vielen Schülern helfen wird, besser in Mathe zu werden und in Physik. Wir danken unseren Mentoren Nana und Aileen, die uns so hilfreich beim Programmieren geholfen haben. Wir fanden die Jugend Hack dieses Jahr wirklich sehr toll. Und nochmal bitte einen kräftigen Applaus für Mentorin Paula. Ja, ganz vielen lieben Dank. Da habt ihr wahrscheinlich wirklich für viele Schülerinnen und Schüler ein Problem gelöst, dass sie besser in Mathe werden können. Ich hätte das zum Beispiel sehr nötig. Naja, ganz vielen herzlichen Dank. Ich finde das wirklich sehr kreativ, was ihr da gemacht habt. Super cool. Dankeschön. Was ich ja am erstaunlichsten fand, war nicht nur das Projekt an sich, sondern auch, dass während einer Präsentation auf einer Bühne die quadratische Formel einfach so im Kopf gelöst wurde. Krass! So, wir kommen jetzt, also nachdem jetzt sozusagen die eine lebensbedrohliche Aufgabe gelöst wurde, kommen wir jetzt zu etwas anderem, ähnlich spannendem, nämlich Politik und nicht Kunst, was man vermuten könnte, wenn man den Namen Da-Da-Da-Demo hört. Von Janis, Joris, Anna, Clara, Hanna und Lukas. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir sind, wie gesagt, Da-Da-Da-Demo. Bei uns geht es um Demonstrationen im echten Leben. Wie gesagt, man kann mit Code die Welt verbessern, aber manchmal reicht eben nicht nur Code. Und deswegen haben wir Code dafür geschrieben, dass man die Welt verbessern kann. Naja, auf jeden Fall,
Ja, wir wollen eine Plattform für den Austausch über Demonstrationen, oder haben wir eine gemacht. Und Hanna erklärt euch erstmal, was überhaupt unsere Problemstellung war. Also das Problem war halt, dass es oft viele coole Demos gibt, von denen man nicht so leicht erfahren kann. Und das liegt zum Teil auch daran, dass Demos auf vielen verschiedenen sozialen Netzwerken besprochen werden und es halt schwer ist, über das alles einen Überblick zu behalten. Und deshalb hatten wir halt eine Idee, um das zu lösen, und davon erzählt euch jetzt Lukas. Okay, gut. Also auf der Webseite kann man, oder auf der Web-App kann man Demos erstellen, wenn man eine veranstalten möchte. Man muss die aber anmelden, das ist nicht unsere Aufgabe. Und außerdem kann man natürlich welche finden, wenn man gerne auf Demos geht, um Leute zu treffen oder gegen etwas vorzugehen. Und man kann auch nach Interessen suchen, man kann nach, durch Kategorien suchen, man kann durch Orte auf bestimmte Events kommen und man kann dann auch teilnehmen natürlich. Und das sind dann die Grundfunktionen der Webseite und man hat allgemein eine schöne Übersicht. Und genau, dann erzählt euch jetzt der Jannis, wie das Ganze funktioniert. Genau, also wie ihr schon gehört habt, ist das Ganze eine Website und dementsprechend auch mit JavaScript, HTML und CSS umgesetzt. Und ja, für die Leute, die ein bisschen mehr interessiert sind, jetzt noch ein bisschen Techno-Bubble. Also im Hintergrund als Backend läuft ein Meteor mit Mongo als Datenbank. Für die UI-Elemente benutzen wir ein Bootstrap mit einem Theme und ja, genau, als Rendering-Engine Blaze. Genau, so, und durch eine kleine Demo wird euch jetzt Clara führen. Genau, also wir haben die Website geschrieben, wofür Anna und ich dann gestern HTML gelernt haben. War interessant. Also wie man sehen kann, haben wir verschiedene Login-Bereiche. Einmal rechts oben der Login für die Menschen, die bereits ein Konto haben, und dann unten das für die Leute, die noch kein Konto haben und sich erst registrieren müssen. Sobald man sich registriert bzw. angemeldet ist, sieht man dann Demos, die man entdeckt und die einem gefallen könnten. Wir haben jetzt ein paar Beispiel-Demos erstellt. Mein persönlicher Favorit ist natürlich der mit den Einhörnern. Also wir setzen uns für die für Einhörner ein, damit sie nicht aussterben. Die sehen wir gleich hier, weil Einhörner sind wichtig. Sie sind flauschig und knuffig. Abgesehen davon kann man natürlich auch neue Demos erstellen. Es ist relativ einfach. Man braucht eigentlich nur einen Daumen. Da wir uns diesmal für die Mate einsetzen, also gegen den begrenzten Mate-Verkauf bei Jugendhackt, ist das auch der Name. Und ja, man muss die Demo nur kurz beschreiben und dann ist das eigentlich gleich fertig. Genau, und Anna sagt euch noch ein paar Features, die wir noch zusätzlich eingebaut haben. Also zusätzlich dazu haben wir noch die persönliche Startseite. Das sind auch, also in der Nähe, also man kann nach Orten suchen. Und wenn man einen Ort hat, dann werden einem immer die nächsten Demos angezeigt. Wir haben ein paar Kategorien gemacht, nach denen man auch suchen kann. Und wir haben es jetzt mal grob nach Bundesländern gemacht. Das ist für Bayern natürlich ein bisschen überflüssig, weil Bayern ein bisschen groß ist. Aber es funktioniert. Okay. Also wir wollen noch ein Dankeschön an Jugendhackt aussagen, dass wir das machen konnten und dass es uns ermöglicht wurde. Und an Leo, der jetzt hier irgendwo sitzt und ich weiß nicht wo, der uns HTML beigebracht hat. Ein Applaus für Leo. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch. Einmal, falls ihr Probleme habt, zu welcher Demo gehen sollt, wisst ihr jetzt Bescheid, wo ihr gucken könnt. Vielen Dank an Demo. Was mir auffällt ist, ihr dürft gerne klatschen. Was mir auffällt, Probleme der Welt fangen mit Ma an, zu wenig Mate, zu wenig Mathe-Hausaufgaben. Was war denn eigentlich deine letzte Demo? Oh nee, ich habe dir gesagt, welche Sachen du mich fragen darfst und du hättest mich ja auch vorbereiten können. Ich habe tatsächlich auch gerade drüber nachgedacht und ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendeine Demo, wo erstaunlich viele Leute da waren dafür, dass es um ein komplexes Thema ging. Ich vermute sowas wie TTIP oder CETA oder Vorratsdaten. An dem Wochenende war ich krank.
Na gut. Ich wollte. Natürlich. Kann man eigentlich bei so einem Demo-Ding dann auch vortäuschen, dass man da war? Ich habe geklickt, ich war bei der Demo. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Das machen wir so. Wir sind fast noch in der Zeit und haben jetzt die ersten 6 Leute geschafft. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Und jetzt gibt es den ersten Zwischenact. Ich lasse dir mal mein Mikro hier, das brauchst du ja gleich. Er hat eins. Ah, der hat's, genau, also unser erster Zwischenact schließt thematisch ganz gut an die letzte Gruppe, die hier vorgestellt hat, wo es ja auch darum politischen Aktivismus geht oder Dinge, die Jugendliche machen können, wenn sie gerne sich auch politisch engagieren möchten. Und wir haben jetzt hier einen Mini-Kurzvortrag und den wird uns halten Christopher Lauer. Christopher Lauer ist Politiker und war von 2011 bis 2016 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Und wundert euch nicht, er wird euch jetzt ein bisschen was erzählen. Währenddessen gibt es da hinten so ein bisschen Unruhe hinter ihm, weil wir für den nächsten Block schon vorbereiten. Aber nichtsdestotrotz bitte ich um volle Aufmerksamkeit für Christopher Lauer. Herzlich willkommen. Wieder einen großen Applaus. Ja, hallo. Das ist natürlich auch total motivierend, wenn man einen Vortrag hält und die erste Reihe anfängt, nach draußen zu gehen. Aber das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die alle ganz dringend aufs Klo müssen oder gleich dann eben die nächste Präsentation machen. Und da hält schon jemand ein Vorbeischild hoch. Das war jetzt ein kurzer Vortrag. Nein, also vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich hatte mir überlegt, was ich hier für eine Rede erzähle und habe dann diese ganzen tollen Präsentationen gesehen und habe mir gedacht, okay, hältst du eine andere Rede? Weil man könnte ja angesichts dessen, was gerade in der Welt passiert, also Donald Trump, AfD, Syrien, globale Erwärmung, könnte man ja tatsächlich depressiv werden. Aber, und glaubt mir das, ich war in den letzten 5 Jahren als Abgeordneter auf extrem vielen Veranstaltungen, aber diese hier hat tatsächlich in den paar Minuten, in denen wir hier die Präsentation gesehen haben, tatsächlich schon wieder meinen Glauben in die Menschheit wieder hergestellt. Also nochmal wirklich vielen, vielen lieben Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Jugendhakt, an die Organisatorinnen und Organisatoren von Jugendhakt, denn das, was hier passiert ist, ist wirklich sehr, sehr toll. Es geht hier um Grenzen im Kopf und Grenzen im Kopf zu durchbrechen. Mir ist noch vorhin, als ich hier das alles gesehen habe, und man muss dazu sagen, ich bin so ein DAO, also ein dümmster anzunehmender User. Ich bin froh, wenn es irgendwie funktioniert. Ein bisschen technischen Verstand habe ich, aber all das, was hier gezeigt wurde, könnte ich nicht. Und das finde ich immer so beeindruckend, wenn Leute, die wahrscheinlich irgendwie 15 oder noch jünger sind oder noch ein bisschen älter, lauter Sachen können, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Und wovon ich vielleicht ein bisschen Ahnung habe, weil ich es die letzten 5 Jahre gemacht habe und weil ich es auch weitermachen möchte, ist Politik. Und ich möchte hier ein bisschen eine Lanze brechen dafür, sich nicht nur mit zum Beispiel solchen Apps oder anderen Geschichten, die hier gezeigt wurden, ein bisschen politische Probleme anzugehen und zu abzufedern, sondern sich eben in Politik hineinzubegeben, weil das ist etwas, was ich festgestellt habe, das ist ein bisschen bizarr, es gibt ganz viele Bereiche im Leben, da sind wir immer darauf bedacht, alles selber zu machen. Gerade Hackerinnen und Hacker geben sich ja nicht damit zufrieden, dass sie etwas Vorgefertigtes bekommen und dann einfach benutzen sollen, sondern sie sagen, nein, ich finde das interessant, es gibt ein Problem, ich suche mir irgendwelche Technik zusammen und löse dieses Problem, was ich total genial finde, was es in meinen Augen viel mehr geben sollte. Und gerade Hackerinnen und Hacker geben sich eben nicht zufrieden. Und bei Politik haben wir alle, also witzigerweise ich als Politiker auch, ja diese Neigung dazu zu sagen, so, die da oben, was machen die wieder? Die Politiker da, wie kann das denn sein, dass der da Parteichef ist oder so? Ja, das kann sein, weil ihr alle, die ihr hier drin seid und ihr, die ihr hier hinter mir auch Dinge tut, weil ihr eben nicht in der Politik seid. Also eben genau aktiv in den Parteien, die dann am Ende dafür sorgen, dass Leute in Parlamente geschickt werden. Und das ist schade, weil nach 5 Jahren Politik kann ich sagen, jede Partei ist froh darüber, wenn sie 5 Mitglieder hat, die halbwegs lesen und schreiben können. Und da übertreibe ich nicht. Und
So bitter das klingt und so schräg das jetzt hier vielleicht erscheinen mag, dass jetzt hier so ein komischer Werbeblock kommt von einem Politiker, der sagt, ja, tretet alle Parteien bei. Es ist nun mal so. Also es wird ja immer, es heißt ja immer, Code is Law. Und jetzt kommt das große Aber, genau dort im Parlament werden eben die Gesetze gemacht, die euer aller, unser aller Leben bestimmen. Die werden da gemacht. Und wenn man sich nicht damit zufrieden gibt, zum Beispiel bei irgendwelcher Technik, die einem vorgesetzt wird, wie das Hackerinnen und Hacker ja machen, zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, wie mir das vorgesetzt wird, ich ändere da jetzt irgendwas dran, ich programmiere da rum, ich mache jetzt was Neues. Warum dann in diesem einen Bereich, der uns alle als Menschen, als Gemeinschaft am meisten betrifft? Warum in diesem einen Bereich sagen, naja, die geben mein Steuergeld aus und auch 12-Jährige bezahlen Mehrwertsteuer. Die geben mein Steuergeld aus, die setzen auch Technologiepfade für die nächsten, weiß ich nicht, 20, 100 Jahre fest, indem sie sich dafür entscheiden, Breitbandausbau ja, nein, Eisenbahn ja, nein, Transrapid ja, nein. Ja? Und das ist der eine Bereich, wo ich mich vielleicht politisch engagiere, indem ich auf Demos gehe, indem ich online eine Petition unterschreibe, aber nicht den Schritt gehe zu sagen, nein, ich gebe mich nicht damit zufrieden, ich möchte da selber rein und möchte eben dafür sorgen, dass ich dieses System mit eben meinem technischen Sachverstand, meiner Expertise, meinem Herzblut, meiner Motivation bereichern kann. Und das geht. Das ist zwar ein ewig langer Marathon und es ist extrem nervig, aber man muss sich da reinbegeben, weil wenn man sich nicht da rein begibt, machen eben die anderen die Politik. Und niemand hier würde in einen, Computerladen gehen und sagen, ja, verkaufen Sie mir mal bitte einen Laptop oder einen PC und Sie bestimmen die Ausstattung und Sie bestimmen den Preis, Sie werden da schon was Ordentliches entscheiden. Um den dann viel zu teuer zu kaufen und dann irgendwie zu sagen, was hat der Typ denn da oder die Frau mir denn da für einen Driss verkauft, warum habe ich denn das jetzt bezahlt? Das würden wir alles nie machen. Also warum, und ich kann das total verstehen, also ich meine, Politik liefert sich ja auch immer mit sich selbst so ein Race to the Bottom, also ein Rennen nach unten, wo man sich dann auch irgendwie denkt, ja warum sollte ich mich irgendwie daran reinbegeben? Aber das ist ja das, weswegen ich hier stehe und diesen Werbeblock mache, um einfach wirklich zu appellieren, zu sagen, begebt euch da rein. Begebt euch da rein. Ihr wollt ja selber programmieren können und lernen und macht das alles und bringt euch hier HTML und diese ganzen Programmiersprachen irgendwie bei. Ihr würdet euch nie neben jemand anders an den Rechner setzen und sagen, kannst du mir das mal bitte programmieren? Ja, im Zweifelsfall sagt die andere Person einfach, nö, mach ich nicht. Oder ja, ich habe das jetzt alles irgendwie verstanden, aber nö, trotzdem nicht. Ja, du hast die besseren Argumente, aber nö, trotzdem nicht. Und warum? Weil eben in der Politik die Leute sitzen, die die Gesetze machen können. Und das passiert nun mal im Parlament. Und du kannst Parlamentarier bequatschen und du kannst auch die Exekutive in Form einer Regierung bequatschen, aber du sitzt immer nur am Katzentisch. Es ist nicht dasselbe, wie selber in einem Parlament Initiativen starten zu können. Man kann noch so viele Unterschriften sammeln auf irgendeiner Plattform und die feierlich vom Kanzleramt im Bundestag, wo auch immer, überreichen. Aber der Punkt am Ende des Tages ist, wenn sich diese Unterschriften nicht in irgendwas Tatsächliches formieren, was diesem etablierten bisherigen System in irgendeiner Form gefährlich wird, dann passiert nichts. Die Erfahrung habe ich ja gemacht. Ich war in der Piratenpartei bis 2014. Und das nochmal zu Grenzen im Kopf, als wir das gemacht haben, hat ja auch jeder gesagt, ja, was seid ihr für eine komische, obskure Kleinstpartei? Das wird doch nie was. Und für einen kleinen Zeitpunkt hat es funktioniert und wir haben diese historische Chance nicht wahrgenommen und das ist traurig. Und jetzt haben wir andere Leute, die sich anschicken, Dinge zu tun, die wir vielleicht nicht so positiv finden. Das wäre jetzt mein Vorurteil gegenüber euch. Muss sich jeder aber wahrscheinlich am Ende des Tages selber eine Meinung bilden. Worauf ich hinaus will, ist, es lohnt sich, sich in diese Systeme hineinzubegeben. Einfaches Beispiel, jetzt in den 5 Jahren Berliner Abgeordnetenhaus habe ich mich zum Beispiel um die Errichtung einer Gewaltschutzambulanz, einer Charité gekümmert. Dort können sich die Opfer von häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt hinwenden. Männer, Frauen, vor allen Dingen Frauen und Kinder. Und die bekommen dort eine vertrauliche Spurensicherung, also gerichtsfest schon. Und das hilft, da sind im Monat im Moment 60 Leute. Jeden Tag werden da 2 behandelt.
Gäbe es wahrscheinlich nicht, wenn ich nicht im Parlament so rumgenervt hätte. Und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht die Gesamtsituation verbessert, also wesentlich, aber es verändert die Leben von einigen Menschen ganz konkret. Und ich glaube, dass jeder von euch auch irgendeine Idee hat, also auf die ich auch überhaupt nie gekommen wäre, wenn ich das hier alles gesehen habe, die im Zweifelsfall Gesellschaft verbessern kann. Und das passiert aber nicht, wenn man Politik einfach nur immer den Leuten überlässt, die im politischen Prozess übrig bleiben, weil sie am längsten das meiste Sitzfleisch haben, weil sie diejenigen sind, die genervt sein können und es sie trotzdem nicht interessiert. Und ich glaube einfach, dass die Zeit, wo wir uns diesen Luxus gönnen können, unpolitisch zu sein, nicht aktiv in Politik einzugreifen, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, das ist in meinen Augen ein Luxus. Und das wäre auch so mein Appell gerade an die jüngeren und jüngsten Leute von hier, macht eure Techniksachen weiter, aber beschäftigt euch auch eben genau damit, wie funktioniert das politische System und wo kann man es möglicherweise auch hacken und wo kann man dort reingehen, um eben Sachen zum Besseren zu verändern, weil es sich lohnt und weil, wenn man es nicht tut, am Ende eben im Zweifelsfall die Leute Entscheidungen treffen, die es eben nicht so gut können, wie zum Beispiel ihr, und dann ärgert man sich. Meine Zeit ist vorbei, das ging jetzt relativ schnell. Ich hoffe, ich konnte was mitgeben, jetzt nicht nur sitzen und sagen, ja, irgendwo hat er ja recht, ich könnte ja mal. Nein, wirklich mal anfangen, sich damit zu beschäftigen, weil wir werden nicht abgeholt. Wir werden nicht abgeholt. Es kommt niemand her und sagt, ach ja, das ist aber total interessant. Das machen wir jetzt so. So funktioniert es leider nicht. Also werdet bitte selber aktiv. Vielen lieben Dank, dass ich hier sprechen durfte. Danke, Christopher. Vielen Dank. Ja, demnächst dann vielleicht Jugendhakt Politik. Genau, ich habe das Gefühl, das kreative Potenzial ist auf jeden Fall da. So, wir beginnen jetzt gleich mit dem zweiten Block. Ihr seht schon, hier sind schon jede Menge Jugendliche eingetroffen. Bei dem ersten Projekt, wer jetzt in den letzten Tagen Twitter verfolgt hat, hat häufiger mal mitbekommen, worum es bei diesem Projekt ging. Da wurde immer mal wieder berlinweit nach einem Geigerzähler gesucht. Es wurde dringend ein Geigerzähler benötigt. Es wurde auch ein Geigerzähler nachher gefunden. Und worum es geht, erzählen die euch gleich. Ich habe gehört, ich war leider nicht dabei, aber ich fand die Geschichte sehr lustig, dass sobald dieser Geigerzähler eingetroffen war, alle Dinge gescannt wurden, die nicht bei drei auf den Bäumen waren. Das fing an im Fab Lab, alles was da war, wurde gescannt und untersucht. Da gab es aber offenbar keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Und aber kurz danach war Mittagessen und dann habe ich gehört, dass das gesamte Mittagessen einmal komplett durchgescannt wurde. Und ein Mentor hat mir erzählt, er saß am Tisch und wollte gerade in sein Sandwich beißen und dann drängten sich die Jugendlichen von der Seite rein und sagten, Moment, das müssen wir erst noch mit dem Geigerzähler scannen. Woraufhin er erstmal besorgt das Sandwich hat fallen lassen und gehofft hat, dass das jetzt nicht verstrahlt ist und da keine Ergebnisse, also der nicht ausschlägt. So, also jetzt machen wir weiter mit der ersten Gruppe im zweiten Block. Das ist das Team GRAS. Das ist ein Akronym, wenn ich das richtig sehe. Und in der Gruppe haben wir Gennadi, Markus, Simon, Lukas, Karl und Martin, Kara, Laie, Mohammed und Tobias. Herzlich willkommen. Also zu Beginn ein kleiner Funfact. Bananen sind nicht nur strahlend gelb, sondern auch ziemlich radioaktiv strahlend. Mit solchen Fakten könnt ihr vielleicht auf einer Party ein bisschen klugscheißen, aber wir interessieren uns eher dafür, dieses Halbwissen auszumerzen. Im Übrigen, das hat sich in unserer Testreihe nicht so bestätigt mit den Bananen. Deshalb haben wir an diesem Wochenende GRAAS entwickelt, also Gamma Radiation Measurement as a Service. Klartext, wir wollen ein engmaschiges Netz an mobilen Sensoren aufbauen, um radioaktive Strahlung zu messen. Wir nutzen das Prinzip Citizen Science, also interessierte Bürgerinnen und Bürger sollen befähigt werden, selbst Daten zu sammeln und zu teilen. Und dazu braucht es natürlich kostengünstige Geräte, aber auch eine praktische Plattform für die Veröffentlichung. Unser Ziel,
Auf einer Karte kann jeder einsehen, welcher Stadtteil zum Beispiel am meisten strahlt oder auch, was vielleicht noch von Tschernobyl übrig ist. Ihr wollt mitmachen? Dann müsst ihr bei Liam aufpassen, welche Geräte ihr euch holen müsst. Und den Code dafür findet ihr auf GitHub. Genau, ich erkläre jetzt die Technik. Hier seht ihr unseren Prototypen. Das Herzstück von unserem Prototypen ist natürlich der Geiger-Müller-Zähler, der die Strahlung, also Gamma- und Beta-Strahlung in Mikrosievert misst, das dann an den Raspberry Pi schickt. An dem Raspberry Pi hängt außerdem noch ein GPS-Modul dran. Der Raspberry Pi versieht dann die Geodaten und eben den Strahlungswert mit einem Timestamp, also mit der Messzeit, und schickt es momentan noch übers Internet, wie wir das vielleicht in Zukunft besser machen wollen, nachher noch von Muhi. Und genau, das schickt es dann an einen zentralen Server. Und der Server speichert die Daten und liefert die zu unserer Webseite aus. Die Webseite sieht so aus. Das ist eine Karte, auf der eine sogenannte Heatmap liegt. Da kann man dann einfach, da wird einfach dargestellt, wo es stärker strahlt und wo es eher nicht so stark strahlt. Ja, vielleicht sieht man es gerade. Doppelklick oben. Genau, das wird dann die Daten, die wir dann eben von unserem zentralen Server kriegen, werden dann eben hier dargestellt. Rote Bereiche eben stärkere Strahlung. Genau. Die Karte lädt gerade nicht, aber da wäre eine Karte. Hier kam schon die Frage gerade aus dem Publikum, wo ist das? Das, was da, was man auf der Karte sieht, was da so strahlt? Einfach nur, ich frage für eine Freundin. Das sind tatsächlich gerade keine echten Messwerte, weil wir jetzt noch, also das ist relativ schwer jetzt durch ganz Berlin zu laufen. Das sind einfach, ich weiß nicht wo Tangermünde ist, aber das sind halt einfach Dummy-Daten, aber so sieht es dann auch in echt aus. Also das ist jetzt kein großer Unterschied. Okay, dann ist ja egal, danke. Also ich will jetzt sagen, was wir in der Zukunft machen. Unser Zukunftsausblick ist, dass wir in den Karten einen Zeitspannenregler haben. Das heißt, wir wollen die Daten verschiedener Zeiträume vergleichen können, wie das damals war und wie es jetzt war. Außerdem wollen wir ein modulares System, und zwar wir wollen LoRaWAN. Das verwenden wir statt das Internet. LoRaWAN heißt Long Range Wide Area Network. Das kann man benutzen, um komplette Regionen abzudecken. Das ist nämlich effizient. Das heißt, wir brauchen wenig Antennen, um damit zum Beispiel, wir könnten jetzt damit eine sehr große Reichweite haben. Und Probleme sind halt die Authentizität. Das heißt, keine Manipulation der Daten, dass wir rausfiltern, was wenn mal ein Messgerät zum Beispiel versagt. Und wie geht's mit der Privatsphäre? Wir müssen halt darauf achten, dass, weil da sind ja Timestamps drinne, und deswegen haben wir das halt so gemacht, wir müssen noch was finden, damit die Privatsphäre noch klappt. Das war's. Ganz vielen lieben Dank. Dankeschön an Team Gras. Ich könnte mir vorstellen, das wird ein echter Verkaufsschlager, wenn ein gewisser Herr Trump die Wahl gewinnen sollte und in die Nähe von Abschusscodes kommt. Vielen Dank. Ein anderes, wie soll man sagen, Umweltgift, was gar nicht so vordergründig gefährlich klingt, erstmal ist CO2. Damit beschäftigt sich Samsö, das sind Sebastian, André und Zoe. Herzlich willkommen. Dankeschön. Genau, vielleicht erstmal zur Namensfindung. Samsö ist eine dänische Insel, die CO2-neutral arbeitet. Und da
genau wollen wir eigentlich hin? CO2 ist genau unser Thema und wir wollen das so ein bisschen die Grenzen im Kopf sprengen. Wir wollen das bewusster machen, wir wollen klar machen, wie schlimm das eigentlich ist und wie viel CO2 wir eigentlich verbrauchen. Damit ist jetzt weniger die Luft gemeint, die wir ausatmen oder auch gar nicht so gemeint, was wir mit dem Auto fahren. Das ist uns allen schon ein bisschen bewusst. Aber vielen ist gar nicht so bewusst, was wir eigentlich mit den Produkten, die wir kaufen, an CO2 eigentlich ausstoßen. Sei es eine Flasche Mate oder eine Banane, die halt schon um die halbe Welt gereist ist und dabei eine Menge CO2 produziert hat. Genau, um das ein bisschen zu visualisieren, haben wir uns ein paar Möglichkeiten ausgedacht über Smartphone und Hardwaregeräte, die wir Ihnen gleich jetzt nochmal vorstellen wollen. Und fangen wir direkt damit an, mit einem Raspberry Pi. Funktionieren tut das alles grundsätzlich über einen Tomcat-Server, der im Hintergrund steht. Wir haben verschiedene UI-Systeme, eine Webseite, die über ein Smartphone angesprochen wird, wie die angesprochene Hardware über den Raspberry Pi. Da werden verschiedene Datenbanken abgefragt, zum Beispiel um diesen Barcode zu scannen oder wie hoch dann der CO2-Verbrauch der Produkte ist. Momentan ist der CO2-Wert momentan eher ausgedacht, da haben wir noch keine passende Datenbank leider gefunden. Also die Werte sind noch nicht ganz real. Das grob das Schema, wie das alles so aufgebaut ist. Wie das jetzt benutzt wird, erklärt uns jetzt nochmal Zoe an ihrem Hardware-Projekt. Okay, wenn ich hier den Raspberry Pi anmache, dann kommt hier erstmal eine Benutzeroberfläche. Da kann man dann auf Scannen gehen und dann macht er ein Foto von zum Beispiel der Mate, wenn man sie richtig in die Kamera hält und erkennt dann hoffentlich, dass es die Mate war. Oder halt auch nicht. Ja, dann fragt das ab und dann kommt ein Wert raus. Das war der Fehlerwert. Ja, da ist der richtige Wert und zur Internetseite. Ja, genau. Dieser Raspberry Pi, haben wir uns überlegt, könnte in jedem Supermarkt stehen, sodass man mit seinem Produkt dorthin gehen kann und abfragen kann, wie viel CO2 das schon verbraucht hat. Zusätzlich haben wir eine Web-App dafür entwickelt, die auf jedem Smartphone laufen kann, bei der man sich auch erstmal anmelden muss, damit man zum Beispiel den CO2-Verbrauch pro Tag oder für ein Essen berechnen kann. Dazu muss man auch hier den Barcode scannen. Das ist auch noch ein Problem bei unserer Web-App, dass sie schwer fokussiert. Aber da haben wir theoretisch etwas. Dann kann man das abfragen. Und dann sieht man auch hier, diese Mateflasche hat schon 600 Gramm CO2 verbraucht. Genau, das ist eigentlich so der komplette Plan von uns, um das Thema CO2-Verbrauch mit allen unseren Produkten ein bisschen bewusster zu machen. Was jetzt noch kommen würde, wäre zum Beispiel, dass man sehen kann, alle Produkte auf einmal, die man so an einem Tag gesehen hat, so einscannen und dann mal so sehen kann, wie viel man so einen ganzen Tag verbraucht hat oder gar in seiner ganzen Woche. Das wären so die Projekte für die Zukunft. Genau. Ich hätte noch eine kurze Frage, und zwar, ihr habt ja gesagt, ihr habt nicht die richtige Datenbank mit CO2-Werten gefunden. Gibt es diese Werte noch nicht und die sind oder sind die einfach noch nicht in der Datenbank oder wird dazu schon geforscht? Also es gibt halt keine Datenbank, die eine Liste von Produkten aus dem Supermarkt erfasst und deren CO2-Gehalt aufführt, aber es gibt Datenbanken, die zum Beispiel sagen, Fleisch hat im Durchschnitt die und die CO2-Emissionen, aber das dann auf ein Produkt. Die sind ja häufig relativ komplex. Also eine Nudelsuppe, wenn man eine kauft, hat ja nicht nur Fleisch oder nicht nur Nudeln drin. Okay, danke schön. So, fehlt noch ein bisschen Arbeit. Könnt ihr vielleicht mitmachen? Danke. Das nächste Projekt, das jetzt gleich dran ist, ist Remap. Das finde ich auch wieder besonders praktisch. Die haben sich auch wieder daran gemacht, ein Alltagsproblem zu lösen. Was ich zum Beispiel gerade habe, ich bin gerade mal wieder umgezogen und muss jetzt Dinge aus Umzugskartons aus- und einräumen. Ich hatte Sachen lange im Storage und muss mir jetzt mal wieder überlegen, ob ich mich von Besitztümern trenne oder nicht. Und falls ja, was ich damit mache. Und was die Idee hinter dem Projekt ist, das erzählen euch jetzt Yannick, Moritz, Karl und Sören. Herzlich willkommen.
Also, unser Projekt ist die Remap. Wir haben leider gerade ein paar technische Probleme, deshalb haben wir gerade noch die Präsentation nicht offen. Aber das sollte eigentlich jeden Moment passieren. Und Remap ist kurz für Recycling Map und die Idee dahinter erklärt euch jetzt Karl. Ja, also, wer kennt das nicht? Man sammelt, man sammelt, man sammelt, man sammelt und irgendwann hat man keinen Platz mehr. Und dann weiß man nicht, was man damit machen soll. Soll ich es auf die Müllhalde werfen oder was soll ich damit machen? Und wir haben uns einfach gedacht, es gibt auch Orte, wo du einfach solche Sachen hinbringen kannst und die geben es dann weiter für Leute, die es brauchen. Und deswegen haben wir eine Karte erstellt, die auf Datenbanken zugreift und daraus halt die einzelnen Orte mit den Läden sucht. Unsere verwendeten Technologien sind OpenStreetMap in Kombination mit Leaflet, um die Karte darzustellen. Wir benutzen Nomination, um die fürs Geocoding, also zur Auflösung der Adressen in Koordinaten. Für unser Frontend benutzen wir HTML und CSS und fürs Backend PHP und JavaScript. Und die Datensätze sind in JSON formatiert und die lesen wir aus, parsen wir mit jQuery. Die Datensätze sind erstens verschenken statt wegwerfen und zweitens Wochen- und Trödelmärkte. In Berlin gibt's das jetzt bereits und halt, es ist noch für die ganze Welt erweiterbar. Alles gut. Genau, hier sieht man den ersten Datensatz nochmal, verschenken statt wegwerfen, schön markiert. Und hier nochmal den zweiten Datensatz, Wochen- und Trödelmärkte. Und dann kommt jetzt eine kleine Demo von der Website. Wie gesagt, technische Probleme, muss erstmal alles neu aufgerufen werden. Ich finde, wenn was neu aufgerufen werden muss, dann zählt das noch lange nicht als technisches Problem. Entspannt euch einfach. So, genau, so sieht das Ganze dann aus. Das ist jetzt auf einer Website und hier unten haben wir die Karte. Kann man rauszoomen und reinzoomen schön. Und das sind erstmal alle Standorte, die wir eingetragen haben. Das sind insgesamt 214 Stück. Und darunter sind Flohmärkte sowie Wochenmärkte und halt alles, wo man etwas hinbringen kann, wie zum Beispiel zu Umsonstläden oder Ähnlichem. Das Ganze kann man dann hier oben auch filtern, wie zum Beispiel die Flohmärkte an-ausschalten oder die anderen, die Recyclingmärkte an-ausschalten, sowie Suchbegriffe eingeben. Da können wir zum Beispiel nach Büchern suchen und das dann anzeigen lassen. Und dann sehen wir, dort überall können wir Bücher hinbringen, verkaufen und Ähnliches, genau. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist die Remap und da sieht man nochmal den GitHub-Link. Ganz vielen lieben Dank für dieses sehr, sehr coole Projekt. Wollt ihr vielleicht den Link zu der Seite einfach auch nochmal vertwittern oder so, damit ich das heute Nachmittag wiederfinde, wenn ich Sachen aus meinen Umzugskartons ausräumen muss, damit ich direkt weiß, wo ich die Sachen hinbringen muss. Ganz vielen lieben Dank, sehr cooles Projekt. Wenn man, Journalismus funktioniert gerade häufig, also häufiger als man will, so, dass irgendein Artikel anfängt mit, im Netz wird gerade heiß diskutiert das bedeutet meistens, irgendein Reporter hat 3 Tweets gelesen. Und die Frage aber, wie wird denn ein bestimmtes Thema diskutiert, ist eigentlich nicht ganz unspannend. Und vielleicht kann das der Mood Analyzer klären von Jurik, Baran, Moritz und Alissa. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, also wie bereits gesagt, wir sind Mood Analyzer. Also dank unserer Website können wir die Stimmung. Ja. Können wir die Stimmung der Gesellschaft auf Twitter analysieren und dadurch herausfinden, was die Gesellschaft über ein bestimmtes Thema denkt. Sinn ist es auch dadurch die gesellschaftliche Situation zu klären. Ja, also wie man hier sieht, ist, wir haben eine Website und man gibt, das zeigen wir nachher, auf dieser Website einen Hashtag ein und einen Zeitraum. Und dieser Hashtag, die Daten davon werden dann an einen Python-Web-Server gesendet. Dieser kommuniziert mit einer Twitter-API und holt sehr viele Tweets zu dem Hashtag und in dem Zeitraum.
Diese werden mit einer Python-Library namens NLTK analysiert und es wird eine Word-Frequency-Liste erstellt, also wie häufig bestimmte Worte vorkommen. Und was mit denen passiert, erklärt euch jetzt Baran. Also das mit der Sprachanalyse haben wir realisiert, indem wir uns aus dem Internet eine Dictionary heruntergeladen haben und jedes Wort aus der Liste, wie gerade Jorik erzählt hat, gleichen wir das ab und es wird klassifiziert, entweder in positiv oder negativ. Und am Ende kann man sich daraus aus der Anzahl von positiven und negativen Wörtern eine Prozentanzahl errechnen, die hier auf der Website gleich erscheint. Ja, und mit dieser Prozentanzahl mache ich jetzt weiter. Ich müsste hier jetzt erstmal einen Hashtag eingeben. Was gibt's denn jetzt so für ein Thema? Was könnte man da denn jetzt machen? Jugendhack, habe ich gehört. Dann gebe ich das da mal ein. Kannst du mal eben halten, Jorik? Ja, danke. Dann gebe ich hier einen Zeitraum an. Ich wähle jetzt mal 3 Tage aus. Das heißt, aus den letzten 3 Tagen wird dann alles gelesen. Drücke auf Stimmung ermitteln. Jetzt dauert das ein bisschen, weil der Python-Server im Hintergrund arbeiten muss und alle Tweets durchlesen muss. Und jetzt sehen wir schon 83% des Internets. Ja! Ja, warte. Ja, so. Diese Website habe ich gebaut, das Ganze mit HTML, CSS und JavaScript. Als Framework habe ich noch Materialize CSS verwendet und um diesen wunderschönen Hintergrund zu machen, habe ich Triangleify.js benutzt. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne nochmal allen Mentoren und Mentorinnen danken. Vor allem unserer Mentorin, die uns da tatkräftig unterstützt hat. Und ja, es ist einfach super, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier so viel Lametta haben. Und nochmal, weil es einfach sein muss, Paula. Ich wollte noch eine Sache ergänzen kurz. Und zwar, falls man sich wundert, wie kommen denn hier 17% negative Tweets zustande? Das geht ja gar nicht. Das liegt daran, dass auf Jugendhackt auf dem Tweet-Channel zum Beispiel auch Leute sowas schreiben wie, oh nee, das WLAN geht gerade gar nicht. Und das wird leider mit erfasst. Gut, so viel. Aber dazu. Ich hab eine kurze Frage. Habt ihr mit anderen Hashtags auch rumgespielt und hat sich dann euer Eindruck, den ihr selber von der Stimmung habt, mit dem gedeckt, was aus dem sozusagen aus eurer App da rausfällt? Ja, aber das Problem ist, bei sehr berühmten Hashtags wie Donald Trump oder so kommen größtenteils englische Tweets und wir haben ein deutsches Wörterbuch, womit wir das analysieren. Okay. Aber wir können gerne nochmal irgendwas ausprobieren. Paula! Gib mal Paula ein, das wird jetzt eine Entscheidung. Oh! Oh, es hat sich noch niemand ein Bild gebildet. Mehr Paula! Vielen Dank! So, unser nächstes Projekt heißt Datenparty und das klingt zwar erstmal so, als würden da Daten tanzen im Strobolicht, aber in Wahrheit ist das inhaltlich sehr verwandt mit dem Projekt, was wir vorher hatten. Auch hier geht es darum, Informationen und Daten aus dem Internet so ein bisschen zu sortieren, dass man sie besser einordnen kann. Wie das genau funktioniert, das erklären euch jetzt Jan Moritz und Bent, Maurice, Malte, Benedikt, Noah, Thomas und Keanu. Herzlich willkommen. Hallo. Ist das Mikro jetzt? Ja, wunderbar. Ja, wir sind Datenparty. Das sind Keanu, Maurice, Noah, Thomas, Jan Moritz, Benedikt, Malte und Bent. Und wir wollen mit Party die Welt verbessern. Kann man sich jetzt einfach nicht drunter vorstellen. Klingt jetzt auch eher erstmal komisch. Was wir aber eigentlich meinen, ist vor allen Dingen Ordnung ins Chaos zu bringen. Welches Chaos, was zum Beispiel entsteht bei Events wie dem Putsch in der Türkei, den Amoklauf in München. Es gibt ein wildes News-Chaos auf Social-Media-Seiten, auf News-Seiten. Es gibt doppelte News, falsche News. Und ja, das war das so ein Problem. Und wie wir das lösen wollen, das erzählt euch jetzt Thomas. Ja, wie lösen wir das Problem? Wir nehmen den Newsfeed eines jeden Twitter-Users, also man kann seinen Username da angeben, oder wir nehmen einfach Nachrichtenportale und analysieren dann mit Machine Learning
ob der Tweet oder der Inhalt dieses Tweets jetzt potenziell falsch sein könnte. Und das machen wir mit einer Abstimmungsfunktion. Das heißt, jeder kann sagen, ja, ich finde, das klingt falsch, das könnte nicht wahr sein. Und dadurch lernt unser Python-Server, zu dem wir noch später kommen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Und durch die Masse an Daten lernen wir und geben dies anschließend in unserer App aus. Die verwendeten Technologien erklärt jetzt Jan Moritz. So, kommen wir zur technischen Umsetzung. Einfach ganz kurz, wir haben eine Android-App geschrieben, das war nur eine iOS-App. Mit Maurice habe ich ein Python-Backend geschrieben und die Twitter-Schnittstelle benutzt. Jetzt wird euch weiter was über die Demo zeigen oder wird es euch vorführen. Ja, wir brüchten hier einmal eine Kamera auf die Handys. Wenn es umschalten könnte, wäre es auch noch toll. Ja, es ist jetzt... Das kann man ja nichts vorstellen, ne? Wie soll man eine App vorstellen, wenn man nichts sieht? Soll ich einfach mal weitermachen, auch wenn nichts gezeigt wird? Ja, okay, also wir haben, wie gesagt, eine iOS- und eine Android-App. Beide sind relativ ähnlich aufgebaut. Man sieht in dem Falle die Tweets. Genau, da sieht man es. Das sind Posts, also sollen Posts aus Social-Media-Seiten sein. Jetzt sind es nur Tweets erstmal. Diesen Balken, den man sieht auf Android und iOS, das ist ein bestimmtes Rating, das die User selbst abstimmen können. Desto grüner oder desto mehr grün der Balken ist, desto mehr sollte man diesem Tweet vertrauen, weil viele Leute entweder selbst gesehen haben, wie das passiert ist oder wissen, dass dass diese Nachricht bestätigt worden ist. Man kann unter anderem, wenn man halt hier entweder bei iOS oben auf den Button drückt, neue News laden, oder bei Android muss man einmal ganz nach oben gehen, dann werden auch neue News geladen. Und man kann auch auf die Post draufklicken, dann wechselt man halt zu dem Originalpost. Jetzt sieht man das nicht so gut, aber es ist halt der Tweet. Also auch wirklich der Original-Tweet, das ist durch unser Server-Backend entstanden, der quasi diese ganzen, also in dem Fall die Twitter-API ansteuert und die dann in unseren Feed bringt. Gibt noch etwas zu sagen? Ich glaube erstmal nicht. Noah will noch was sagen? Was vorhin schon angesprochen wurde, wir haben noch die beiden Buttons. Einmal, wenn man das Ganze für vertrauenswürdig, einmal für nicht vertrauenswürdig hält. Das wurde vorhin ja schon angesprochen. Jetzt geht's wieder zurück an Bent. Genau, und unsere inhaltliche Nähe zur vorhergehenden Gruppe, also die Basis des Machine Learnings quasi, ist einerseits eine unfassbar große Stärke, weil mit diesen neuen Konzepten oder relativ modernen Konzepten eben es möglich ist, total komplexe Sachverhalte zu erfassen. Aber darin liegt auch die Schwäche, denn so ein Algorithmus muss erstmal lernen. Das heißt, er braucht eine Basis und wir brauchen Feedback quasi von unseren Nutzern, die eben sagen, kann ich dem Inhalt dieser Nachricht vertrauen, kann ich dem nicht vertrauen, und auf Basis dessen wird dann quasi in Zukunft beurteilt, kann ich einem gegebenen Artikel vertrauen. Das heißt aber auch, dass wir, wenn wir quasi den Umgang mit Informationen in verantwortungsvoller Weise in der Gesellschaft voranbringen wollen, und das möchten wir mit unserer App auch erreichen, dann müssen wir dabei ganz groß natürlich auch auf die Gesellschaft an sich vertrauen, die eben dann dieses Feedback gibt. Und deshalb wünschen wir uns eben, dass so ein Umgang vielleicht weniger hysterisch in der Zukunft erfolgt und dass man etwas besonderer auf Informationen schaut und vielleicht nicht sofort am nächsten Tag unbedingt jede haltbare Information sofort wissen muss, sondern das erstmal überprüft. Danke. Ganz vielen lieben Dank. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es da auch so ein Risiko für Manipulationen gibt, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Gerücht pushen möchte, kann ich ja einfach all meinen Freunden sagen, dass sie darauf klicken sollen, dass das vertrauenswürdig ist, und dann wird das da als vertrauenswürdig angezeigt, obwohl ich weiß, dass es gelogen ist zum Beispiel, richtig? Also das läuft halt alles über Crowdsourcing. Also ja, wir vertrauen darauf, dass die Leute schon wahrgemäß abstimmen, aber das ist natürlich genauso manipulierbar wie Amazon-Bewertung zum Beispiel. Klar. Und ich muss noch mal kurz was loswerden, das habe ich leider versprochen. Ich muss Lennart aus Mölln grüßen, der guckt gerade zu, habe ich versprochen. aber auch noch so Antwort, ich hoffe, das war zufriedenstellend. Ja, super, ganz vielen Dank. Danke an die Datenparty und Grüße an Lennart. Wir haben uns damit beschäftigt, die Facebook-Kommentare auf der offiziellen Pegida-Seite auszuwerten. Und zwar sind das, es ist eine CSV-Datei gewesen, in der 250.000 Kommentare von der Facebook-Seite niedergeschrieben wurden. Diese wurden mit einem Timestamp auch versehen, also man kann auch nachvollziehen, wann diese Posts geschrieben wurden.
Und ja, wir wollten damit eigentlich zeigen, ja, wie sich die Sprache von Pegida eigentlich so in diesen öffentlichen Medien so niederschlägt. Was häufig genutzte Wörter sind, was weniger häufig genutzte Wörter sind und vielleicht wie sich auch historische Hintergründe auf diese ganze Sache einbeziehen. Und die ersten Probleme waren natürlich, dass es extrem viele Kommentare waren. Es waren 250.000. Es hat mindestens 3-4 Minuten gedauert, um erstmal das Programm durchlaufen zu lassen und alles zu berechnen. Weitere Problem ist, auf Facebook, naja, Rechtschreibung ist halt so ein bisschen problematisch. Vor allen Dingen auf der Seite von Pegida weiß man nicht, ob das immer so stimmt. Und auch zum Beispiel, dass Links zu YouTube-Videos vorhanden sind, wo man halt nicht so schnell nachvollziehen kann, was sind das für YouTube-Videos. Deswegen haben wir sie einfach aus der Statistik rausgenommen. Ja, ich habe mich mit dem Backend beschäftigt und habe das Ganze mit Ruby realisiert, welches ich ja so halbwegs neu gelernt habe. Und zwar habe ich... Also mit sehr viel Hilfe von Daniela natürlich und vielen anderen Mentoren. Ich habe zwei Scripts geschrieben, und zwar das erste Script liest die ganzen Kommentare ein und macht sie durch eine Stopwortliste, das heißt solche Wörter wie und, der, die, das und viele andere Wörter, die man nicht braucht, werden rausgefiltert und dann werden diese ganzen Wörter gespeichert und mit einem Zähler versehen. Ja, das ist das Script und dazu dieses Ganze wird dann ausgegeben in so einer Liste, da sieht man zum Beispiel das Wort Pegida, das ist häufig genutzte Wort mit 29.791 Mal und ja zum Beispiel Deutschland danach und ja, diese ganze wird dann halt in eine JSON-Datei geschrieben und das zweite Script, das liest die auch ein und versetzt sie aber dann mit einem Timestamp, also da wird dann zu bestimmten Wörtern werden dann die Zeiten aufgeschrieben und wie oft das verwendet worden, zum Beispiel das Wort Hermann ganz oben, am 27. Januar 2015 zweimal geschrieben worden oder Hitler zweimal auch am gleichen Datum geschrieben worden. Ja, und dieses Ganze wird dann von Robin, welcher das dann im Frontend macht, umgesetzt auf eine Webseite. So, ich habe das Frontend begleitet. Das ist erstmal diese Webseite, wo man auf der Startseite schon mal eine Übersicht sehen kann von den meistgeschriebenen Wörtern. Wichtig zu wissen ist, dass es jetzt die Daten von 2014 November bis Januar 2015 sind. Also jetzt nicht so ganz aktuell. Wie man sehen kann, habe ich jetzt hier schon mal die Top 100 aufgeschrieben. Was ich jetzt bei diesen Sachen sehr krass finde, zum Beispiel Lügenpresse, 2438 Mal. Oder zum Beispiel auch krass ist Islamisierung, 2655 Mal. Das war halt der erste Schritt, da haben wir gedacht, ja, können wir noch was mit den Timespans machen, die wir übergeben bekommen. Und zwar haben wir dann hier die Zeitverfolgung. So, und da kann man jetzt zum Beispiel nach einem Wort suchen, wie zum Beispiel Fischlinge. Da wird dann auch vorgeschlagen, was eingespeichert ist. Und dann kommt eine Auswertung, wie die Zeit verfolgt und wie oft das damals geschrieben wurde. Zum Beispiel gab es jetzt hier an 2015, am 6. Januar, einen Ausschlag von 96 Posts. Ihr könnt auch mal Begriffe sagen, die wir mal suchen sollen. Sind wir bei Gida? So. Dann gab es aber auch einige Probleme. Macht's gerade? Ja, gut. Zum Beispiel hier sieht man auch einen deutlichen Ausschlag. Es gab aber auch einige Probleme mit den Timespans, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nach Köln suche, erinnert ihr bestimmt euch an den Vorfall 2015, also 2015, 2016, oder? 2015. Silvester. Da war ja in Köln, ein Vorfall. Und man sieht eigentlich hier den Ausschlag. Das Problem ist, laut den Timespans war das ein Jahr zu früh. Ja, wir haben uns halt noch geplant, dass wir einen Twitter-Bot schreiben, der dann in Pegida-Worten Texte verfasst und halt einfach schreibt.
Und dann wollen wir auch noch, dass die, dass von Pegida, der Facebook-Seite, direkt neue, frische Daten in die Datenbank geschrieben werden, damit wir die live nutzen können. Alles klar, vielen Dank. Und, hallo? Und wir wollen noch was sagen, wir bedanken uns sehr an alle Mentoren und ganz besonders Daniela. Vielen Dank. Falls ihr euch mal die Worte Pegidas genauer angucken wollt, hier geht es. Genau, tada. Wir machen mit der Vorstellung der Projekte dann um 20 nach 1 weiter. Aber jetzt erstmal kurz zu Lukas. Lukas, wer bist du eigentlich? Ich habe jetzt ein neues Projekt angefangen unter dem Namen IonNode und das sind selbstgebaute MIDI-Controller, die Fingergesten und verschiedene Drucksensoren benutzen, um MIDI-Signale an den Rechner zu senden und so live elektronische Musik erzeugen können. Das klingt ja spannend. Und hat sich dadurch die Art und Weise verändert, wie du Musik machst, oder ist es einfach nur ein weiteres Instrument, das du lernst? Also ich habe vorher Gitarre gespielt und dann angefangen, elektronische Musik zu machen und zurzeit sind die MIDI-Controller einfach, die es generell gibt von Sony oder so, noch nicht wirklich ausgereift dafür. Und jetzt ändert es sich natürlich, weil man anfängt an, Sachen zu improvisieren und so weiter. Okay. Und spielst du jetzt einen bestimmten Song oder ein Set oder ist das alles hoch improvisiert? Also es ist größtenteils improvisiert. Natürlich gibt es Sachen, die sich wiederholen. Generell oder oftmals, manchmal funktioniert was und manchmal funktioniert was nicht und dann, ja, es ist so ein Mittelding. Super, wir sind gespannt. Ganz vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß mit Lukas und wir sehen uns um 20 nach 1 hier auf der Bühne wieder. Viel Spaß! Okay. Also ich kann jetzt gar nicht besonders gut alles sehen. Und die Idee ist halt, dass man verschiedene Loops einspielen kann. Das heißt, ich kann verschiedene Sachen loopen. Und so sozusagen elektronische Tracks zusammenbauen. Thank you.
Thank you.
hopes are fading very low. Ganz, ganz vielen Dank, Lukas. Das war mega cool. Dankeschön. Ian Note heißt ja dein musikalisches alter Ego, als du eigentlich hier bist. Was ich noch fragen wollte, ist, wenn du auftrittst, ist das ein Konzert oder eine Performance? Zurzeit noch eher Konzert. Das geht natürlich in Richtung jetzt, dass ich das nächste Set auch als komplett Lichtsteuerung machen möchte. Also dann sozusagen DMX-Lichter auf der Bühne angesteuert werden und auch Sound gleichzeitig. Du kannst es natürlich die Signale theoretisch auch direkt in Video umwandeln und dann alles gleichzeitig improvisieren. Aber was ich eigentlich fragen wollte, sagen, ist es dafür gedacht, dass Leute tanzen oder dass Leute da sitzen und sich das angucken? Naja, wenn alle Leute sitzen und gerade eine Pause machen, spiele ich eher langsame Sachen. Eigentlich geht es eher in Richtung Techno-Elektronik wahrscheinlich. Ah, verstehe. Okay, und wenn ich jetzt aber vielleicht heute Abend zu Hause noch ein bisschen zu deiner Musik tanzen möchte, wo finde ich das denn? Ionode, E-O-N, Node, Facebook und Soundcloud und Gmail-Account auch. Auch bei YouTube? Ja, bei YouTube auch, ja. Alles klar, E-O-N-Node auf YouTube und dann findet ihr ihn und ihr kennt ihn ja auch an seinem Outfit und seinen Gimmicks. Dann könnt ihr ihn wiedererkennen in den Videos. Gesundheit übrigens. Ganz vielen lieben Dank nochmal an Lukas. Dankeschön. Vielleicht kann man ja auch drüber twittern. Ich habe gerade mal geguckt, Jugendhakt ist gerade, glaube ich, Platz 4 in den Trends. Also
schön so weitermachen. Genau, twittert gerne weiter. Herzlich willkommen zurück. Wir fangen jetzt an mit dem dritten Block. Wir haben auch hier wieder 6 Projekte. Und auch da haben wir uns überlegt, was passt am besten, was kann man gut anschließen an die Performance von Lukas. Und dazu dachten wir uns, passt eigentlich ganz gut das Projekt Magical Unicorn Light. Und warum wir fanden, dass das gut dazu passt, das erklären euch jetzt Noah, Nina und Erik. Herzlich willkommen. Klar, wenn ihr in die Disco geht, dann braucht ihr euch keine Sorgen, um das Licht zu machen. Da gibt's einen DJ und der macht zu seiner Musik auch das passende Licht. Aber dann macht ihr zu Hause mit euren Kumpels eine Party und entweder es gibt kein Licht oder ihr müsst daneben stehen und euren Freunden beim Spaß haben zuschauen. Das ist natürlich nicht besonders toll, aber ab heute gibt es Magical Unicorn Light. Yeah. Kannst du weiter durchschauen? Für die Party nach den Mathehausaufgaben. Oder während der Mathehausaufgaben. So, ja. Also, wie gesagt, die Idee ist, wir haben Musik und wir wollen am Ende Licht haben und das soll zur Musik passen und dabei wollen wir sozusagen den Lichttechniker arbeitslos machen, weil kann man sich nicht immer leisten, ne? Und man will ja tanzen, wie schon gesagt. Und deshalb haben wir uns einfach ein Projekt ausgedacht, das quasi, ich weiß nicht, ob wir auch eine Position bekommen und ob das mit dem Internet noch was wird, damit es nachher auch Einhörner gibt. ja. ja, das ist super, danke. Genau, und dann können wir gleich mal weiter überspringen. So, ja, spielt. Es geht darum, dabei nicht um irgendwelche Grafikeffekte auf dem Bildschirm, sondern es geht einfach nur um buntes Licht, was irgendwie zur Musik passt. Und darum haben wir uns gekümmert. Aber es geht nicht so ganz. ja. Das bist du eigentlich traurig. So, unsere Aufgabe lässt sich mal so grob in 3-4 Unterpunkte unterteilen. Einmal, wir müssen irgendwie Musik einlesen. Das haben wir jetzt so gemacht, dass wir einfach eine WAV-Datei nehmen und analysieren. Unser ganzes Projekt ist in Java geschrieben und da es da schon ein bisschen Hilfe gab, war das auch noch der einfache Teil. Aber dann müssen wir die Musik irgendwie analysieren und da wurde es dann doch komplex. Da gibt es einen Algorithmus, der nennt sich Fast-Fourier-Transformation und das klingt schon kompliziert, aber es wird noch komplizierter, wenn man merkt, dass das komplexe Zahlen beinhaltet und wer weiß schon, was das ist. Und ich hoffe, eine Frage, wie viele 14-Jährige kennt ihr, die Sachen mit komplexen Zahlen implementieren? Ich kenne nämlich genau einen und das ist der Noah und der hat das ganz toll hingekriegt. Und irgendwie haben wir jetzt Frequenzen, die wir magisch analysieren können und dann im nächsten Schritt dazu Lichteffekte erstellen und diese dann auch wieder auf verschiedene Endgeräte, Lampen bzw. auch Bildschirme, die bunt blinken können, ausgeben wollen. So. Ursprünglich haben wir uns dann erstmal gedacht, ja, es wäre doch schön, wenn das alles modular ist und man dann nachher mehrere noch schöne neue Einlesemethoden, schöne neue Ausgabegeräte und alles hinzufügen kann. Und ja, das war der Plan und dann haben wir angefangen zu programmieren und dann haben wir gestern Abend auf den Code geguckt und es war nicht so sehr modular, wie das mal gedacht war. Und die Zeit, ui. Kennt ja so Programmierprojekte, wenn es einmal ein bisschen chaotisch ist, dann wird das normalerweise ja nie wieder aufgeräumt. Aber so gestern Nacht zwischen 0 und 4 Uhr wurde tatsächlich nochmal aufgeräumt. Und jetzt können wir sogar behaupten, dass es einigermaßen modular ist, dass man es erweitern könnte. Und es hat heute Morgen, als wir dann nach 3 Stunden Schlaf wieder aufgestanden sind, tatsächlich funktioniert. Und jetzt hoffen wir, dass auch jetzt noch irgendwas funktioniert. Also wir möchten das demonstrieren, mein Laptop spinnt gerade und mal schauen. Na. also theoretisch sollten wir jetzt ein Lied starten. Hast du den Ton eingestartet? Leute, hast du den was ist jetzt passiert? ich würde mal sagen, Sound und Licht passen zusammen. Wir können uns das ja gleich nochmal angucken.
So, versuchen wir es nochmal. Ich fürchte, war gerade eben mein Laptop etwas zu voreilig mit dem Sound. Ja, kann passieren. Also theoretisch sollten diese beiden DMX-Scheinwerfer unsere Hasenbärchen einhornmäßig bunt beleuchten. Und vielleicht, wenn wir Internet haben, sollte auch dieser Laptop-Bildschirm bunt blinken. Vielleicht. Mal schauen. Und was ist mit der Musik passiert? Schafft Freiräume und ermöglicht Synergien. Langsam. Das Netz beeinflusst unser gesamtes öffentliches und privates Leben. Über Branchengrenzen hinweg sind mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland vom Internet abhängig. All diese Einrichtungen oder Firmen könnten gehackt werden. Und fahren langsam die Musik wieder runter. Und ja, danke. Super cool, danke schön. Ich fühle mich erleuchtet. So schön. Ich möchte es auf jeden Fall für zu Hause haben. Danke. Und weiter geht's, apropos Erleuchtung, mit der Erweiterung der Sinne von Leni, Jonas und Jan Ole. Herzlich willkommen. Könnten wir das rote Mikrofon? Hallo? Okay. Das ist Jan Ole und das ist Jonas und ich bin Leni und wir haben uns Gedanken gemacht darüber, wie man dem Bürger mehr in das Gewissen bringen kann, wie die Luftqualität in der Umgebung ist. Weil wir spüren ja nicht direkt, wie die Luftqualität hier gerade ist. Aber man kann das Ganze natürlich mit den Sensoren fühlen sozusagen. Und dafür haben wir diese Box gebaut. Darin ist ein Arduino. Darin sind bisher zwei Sensoren angeschlossen. Ein Gassensor, ein Temperaturfühler, der auch die Höhe und die, den Luftdruck ermittelt. Natürlich ist das nur ein Prototyp und man könnte auch das Ganze halt noch mehr Sensoren anschließen, Schadstoffe und so weiter. Ja, jetzt führen wir uns das ganz kurz mal vor. Jonas? Willst du es dran halt nicht erklären? Wir halten jetzt einfach ein Feuerzeug dran, wo wir Flammen vorher ausgepustet haben und dann sollte der Gaswert hochgehen und parallel dazu tönt sogar noch ein Ton, den man vielleicht hört. Hört man das? Hört man das? Okay. Ja genau, und je nachdem wie hoch der Wert ist, geht der Ton auch hoch und runter, jetzt geht er wieder runter. Das Ganze kann man natürlich auch weiterführen, indem man das zum Beispiel in Büros oder Klassenräume implementiert und dann misst, wie die Luftqualität ist und danach halt fühlt, ob zum Beispiel jetzt automatisch die Fenster aufgemacht werden sollten zum Lüften oder eher wieder zugemacht werden sollten, weil die Luftqualität gut ist und zum Beispiel die Temperatur gerade eher wieder niedrig wird und deswegen man wieder die Fenster halt zuschließen sollte. Ja. Das Ganze ist in Python programmiert bei dem Raspberry Pi und bei den Arduino in C. Lenny und ich haben uns um das Ganze, um die ganzen programmierischen Sachen gekümmert und Jan hat das ganze Hardware-Zeug da gemacht, zum Beispiel mit den Laser. Ja, das ganze Gehäuse hat er halt gebastelt, er hat die Sachen zusammengelötet, Lenny auch und ja. Ja, das ist es. Kurze Frage noch, ihr habt ja gesagt, das soll um Umweltverschmutzung auch gehen, das sind ja quasi jetzt, also außer das Gas, ja, so normale Daten, welche Daten würdet ihr denn sozusagen in Zukunft noch erheben wollen? Ja klar, also man könnte natürlich halt Schadstoffe messen mit anderen Sensoren, diese hatten wir leider nicht da, sage ich mal so, oder CO2-Werte und man könnte das Ganze natürlich auch mit Open Data vergleichen per GPS in der näheren Umgebung und das dann abgleichen. Natürlich könnte man außerdem auch das ganze Netz erweitern, indem man dass die Daten wieder zu dem Server zusammenträgt und dadurch durch andere Nutzer, die das gleiche Gerät haben, so ein Netzwerk daraus knüpft und Daten mit einer Karte bastelt und dann halt sieht, wo Schadstoffe in der Luft sind, in welchen Gegenden und in welchen halt weniger. Dafür hatten wir leider bis jetzt nicht genug Zeit zu dritt. Ja. Vielleicht mit den Gag-Erzähler-Leuten zusammentun, dann wissen wir alle alles. Vielen Dank, sehr spannend. Ja, thematisch ein bisschen verwandt schließt auch das Projekt vom Team Wetterstation an. Das sind Sören, Nick, Fabian und Philipp und auch die messen Dinge, die in der Luft sind. Herzlich willkommen. Ja, hallo.
Wir wollen uns erstmal kurz vorstellen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Also ich bin Nick und... Ich bin Fabian. Ich bin Sören. Und ich bin Philipp. So, wir haben das Projekt Wetterstation. Langweilig. Daten. Doof. Nicht wirklich. Wetterstationen sind hilfreich. Sie können uns sagen, wann es regnet, wann es gewittert und wann wir einen Regenschirm brauchen. Sie können uns aber auch sagen, wann wir tatsächlich in ein Schwimmbad reingehen können und mit Freunden tatsächlich baden können. Und dazu haben wir diese Wetterstation gemacht, aus verschiedenen Teilen. Jeder hat tatsächlich einen sehr, sehr großen Teil für das Team dargestellt, mit einem eigenen Schwerpunkt. Und mein Schwerpunkt war es, die Backend-Software für den Server bereitzustellen. Dabei habe ich mit PHP eine API geschrieben, bei der man zum einen Adressen zu Geo-IDs umwandeln kann, aber auch direkt GPS-Daten in Geo-IDs umwandeln kann. Der Vorteil dabei ist, dass man dann die Wetterdaten, die man erfasst, direkt mit diesen Geo-IDs verknüpfen kann und sie dann später in einer Karte darstellen. Und dies dient der Visualisierung und dazu mehr dann von Philipp. So, ich habe mich um das Frontend gekümmert, also den Ort, an dem man sich dann seine eigenen Wetterdaten angucken kann. Das wäre in diesem Fall hier so eine Website. Auf dieser Website hat man erstmal das eigene Wetter, was dann mit einer Wetterkarte angezeigt werden würde. Also man hat eine Karte, dort den eigenen Standort und was für ein Wetter dort herrscht. Als weiterführende Idee könnte man natürlich auch eine ganze Wetterkarte für mehrere Personen mit solchen Wetterstationen einrichten, sodass man unterschiedliche Standorte mit unterschiedlichem Wetter hat und vielleicht so sogar ein Wetterfrühwarnsystem für schlechtes Wetter einrichten kann. Und wenn man die Daten schon mal hat, kann man sie natürlich auch als Open Source Paket zur Verfügung stellen, weil das Institut zum Thema Wettermessung jetzt nicht unbedingt machen. Und außerdem haben wir in unserem Baukasten sehr viele Sensoren. Was da genau gemessen wird, dazu mehr von Fabian. Danke, Philipp. Also an der Hardware haben wir einen Raspberry Pi 3B. Diesen haben wir genutzt, da er von, also out of the box, Wi-Fi hat. Und als Sensor hatten wir einen Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensor. Und des Weiteren haben wir noch hinzugefügt ein LCD-Display. Und die Funktion erläutert euch jetzt Nick. Ja, also es ist eigentlich richtig simpel. Wir haben da ein Messer, wie warm es ist. Der gibt die Daten dann an den Raspberry Pi weiter. Und der zeigt uns das eigentlich auch direkt auf dem Bildschirm an. Also es ist wirklich richtig simpel, es ist leicht aufgebaut. Und jetzt kommt man vielleicht zur Frage, was hat das eigentlich mit dem Motto Grenzen im Kopf zu tun? Also so eine Wetterstation ist ja eigentlich in dem Sinne erstmal nichts in die Richtung. Aber eigentlich ist es schon so, weil es geht mehr darum, viele Leute haben vielleicht Angst oder so ein bisschen die Hürde, selber etwas zu entwickeln, also selber was zu machen. Und da wollten wir einfach mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass auch wirklich Jugendliche auch sowas ganz simpel und leicht in ein paar Tagen aufbauen können und dass es wirklich leicht ist. Ich möchte auch nochmal unserem Mentor Falt danken, dass er uns so gut unterstützt hat, weil ohne den hätte es echt nicht so geklappt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz vielen lieben Dank an das Team Wetterstation. Ich möchte noch mal ganz kurz auf was aufmerksam machen. Wahrscheinlich sind Sie alle sowieso schon total beeindruckt von den Projekten und was die Jugendlichen hier alles machen. Aber ich möchte noch mal die Aufmerksamkeit ganz gezielt darauf hinlenken, dass hier manchmal in einem Halbsatz so Sachen gesagt werden wie und dann habe ich da mal eine API geschrieben am Wochenende oder dann haben wir gestern übrigens HTML gelernt oder ich habe mir Ruby beigebracht, um das zu schreiben. Und das finde ich extrem krass und das haben mir auch ganz viele Mentorinnen und Mentoren gesagt, dass sie besonders beeindruckt von den extrem steilen Lernkurven der Jugendlichen waren. Und dafür hätte ich jetzt gerne an dieser Stelle nochmal einen extra Applaus. Und die Begeisterung ist ungebrochen. Ich habe auf Twitter schon gelesen, dass doch bitte jetzt jemand auf die Bühne kommen soll und sagen soll, das ist ja alles nur ein Scherz. Jugendhack geht nur noch eine Woche.
können wir leider nicht liefern. Wir müssen heute Abschlusspräsentation machen. Und da ist der nächste Schritt etwas, was, also zweimal hintereinander ist jetzt nicht wirklich Tradition, aber so eine kleine Tradition ist nämlich der Kampf um den perfekten Messenger. Es ist ja so in Datenschutzkreisen immer klar, WhatsApp auf gar keinen Fall, Threema oder Signal, man weiß es nicht so genau. Vielleicht aber auch Laber von Fabian, Paul, Sid und Alex. Herzlich willkommen. Einfach reinsprechen. Wir präsentieren euch jetzt Laber. Das ist ein dezentrales Chatprogramm. Um zu verstehen, was es mit dem dezentral so auf sich hat, muss man natürlich erstmal wissen, wie normale Chatprogramme laufen. Die meisten Chatprogramme sind nämlich zentral. Das heißt, wenn zwei User miteinander kommunizieren, geht es als erstes mal über einen zentralen Server und dann zu dem nächsten User. Aber das ist blöd, weil der Besitzer des zentralen Servers kann im Grunde mit den Daten machen, was er will. Ja, deswegen haben wir uns entschieden, einen dezentralen Server zu machen. Also. Dezentrale Server sind allgemein besser als zentrale Server, weil erstmal mit einem dezentralen Server ist man ein bisschen sicherer vor anderen Leuten. Wie mein Freund schon gesagt hat, bei einem zentralen Server, da kann der Besitzer des Servers einfach die Information einfach nehmen. Obwohl bei unserem System, was ich später auch ein bisschen erklären werde, geht es direkt von User zu User. Das heißt, man müsste bei einem der zwei User gehen, die Information dort nehmen und danach das replizieren, bei jeder einzelnen Diskussion. Und das wird dann einfach viel aufwendiger sein. Und deswegen meine ich, dass die Sicherheit von jeder einzelnen Person viel sicherer, viel garantierter ist. Also wir haben sehr viel von dem dezentralisierten Chat-System gesprochen und unser Chat-System funktioniert so. Also die zwei User, die haben beide IP-Adressen. Die müssen die nur austauschen und danach sind sie einfach miteinander verbunden. Das Geniale an dem System ist, dass du es einfach dass du es nochmal machen kannst mit einer dritten, vierten, fünften, 28. Person. Und so kann man richtige Gruppendiskussionen machen, die, wie schon sehr oft gesagt, nicht über einen zentralen Server gehen. Ja, genau. Also ich sag jetzt was zu dem technischen Teil und er nachher auch. Wir haben eine Library geschrieben, die dann jedem ermöglicht, der zu viel Zeit oder Lust drauf hat, sich selber einen Client zu schreiben. Für die, die es nicht können oder nicht wollen, haben wir auch noch zwei Beispiel-Clients geschrieben. Da oben sieht man gerade den grafischen und dann haben wir noch eine Kommandozeilen-Anwendung geschrieben, die aber, soweit ich weiß, momentan auch nur unter Linux funktioniert. Ja, jetzt sind hier noch so ein paar Begriffe, die alle was mit unserem Server zu tun haben. Also das CONIC, aber TCP, das ist so der bekannteste Netzwerkprotokolltyp, der verwendet wird, um Daten im Internet auszutauschen. Der HTTP zum Beispiel, womit ja auch Webseiten und sowas übertragen werden, basiert da drauf. Und auch die E-Mail-Protokolle, so POP3, IMAP, basieren da drauf. LCP ist ein JSON-Format, welches wir entwickelt haben, wir haben ein Format entwickelt, womit man die selber übertragen kann und deshalb arbeiten wir jetzt noch in JSON um und damit kann man dann zum Beispiel später auch Dateien übertragen. GUI, grafische Oberfläche, das ist dann das, was Sie gerade gesehen haben, die Oberfläche des Chat-Clients und CLI, Commando Line Interface, ist die Kommandozeile, die eben schon angesprochen wurde. Leider können wir aufgrund von ein paar Problemen mit dem Internet jetzt keine Live-Demonstration machen. Darum habe ich schon vorsorglich mal zwei Bilder eingefügt. So, das erste zeigt an, wenn man nicht mit dem Internet verbunden ist oder wenn man ein bestimmtes Linux-System verwendet, da wird der Hostname, der benötigt wird, also die IP-Adresse im Computer gespeichert und zwar ist dann immer 127.0.0.1, also Localhost und kann darum nicht abgefragt werden. Und dann gibt's noch dieses hier, da ist dann hier unten das Chatfeld, wo man den Text eingibt. Ja, sehen Sie jetzt gerade gar nicht. Dann sehen Sie da die IP des anderen, die man dort eingibt. Dann der Benutzername, wenn man den einmal eingegeben hat, ist der fest. Also damit man jetzt nicht ständig sich das tauscht. Kann ich noch ganz kurz zwei sagen? So, dann jetzt den Link, falls jemand gerade noch schnell Lust hat, kann man sich nochmal schnell abschreiben. Kann man sich leicht merken, weil genau da ist unser Chatname hinten dran. Und
Ja, das war's. Ich bin beeindruckt, vor allen Dingen, wir schreiben mal eben noch unser eigenes Protokoll. Hätte aber noch eine Designfrage. Wir haben früher das Pentagramm benutzt, um unsere Großeltern zu erschrecken, weil wir schlimme, finstere Heavy-Metal-Musik gehört haben. Warum ist das euer Logo? Wir haben das Pentagramm für unser Logo ausgesucht, weil das Pentagramm hat die coole Eigenschaft, dass es nicht über den Mittelpunkt geht, aber jeder Punkt ist zusammen verbunden. Wow. Vielen Dank, Laberchat. Im nächsten Projekt geht es darum, dass sich Freunde miteinander vernetzen und zusammen Dinge tun. Und dazu begrüßen wir das Projekt Sportsfreund. Und das sind Moritz und Jakob. Herzlich willkommen. Ja, wie gerade schon angekündigt, heißt unser Projekt Sportsfreund und daran kann man auch leicht erkennen, dass unsere App was mit Sport zu tun hat. Und das kommt nicht von irgendwo, sondern einfach daher, dass wir alle drei Sportler sind. Also die beiden neben mir machen Kampfsport und ich halt Fußball. Und wir wollten halt eine App oder ja ein Projekt entwickeln, jetzt habe ich schon verraten, das ist eine Android-App, die das Sportleben halt erleichtert, weil jeder, der schon mal Sport gemacht hat oder wenigstens irgendwie davon gehört hat, der weiß, dass die Motivation nicht immer da ist oder dass manche Sportarten auch einfach alleine nicht gehen oder selbst zu zweit nicht gehen, sondern man halt 22 Mann braucht, wie beim Fußball. Und all das wäre halt gelöst, wenn man dafür einen passenden Partner hätte. Ja, also unsere Idee ist eine Mischung aus Dating- und Matching-App, verbunden mit einer einfachen Karte, welche Sportstätten, Freunde, den eigenen Standpunkt und alles anzeigt. Und das alles in einer einfachen Anwendung zusammengefasst. Und unsere Lösung war, wie Moritz schon gerade gesagt hat, eine Android-App, sehr simpel aufgebaut, wo erstmal man ein Profil hat, eine Karte, wo halt die Matches, Sportstätten und sonstiges angezeigt werden. Emulator. Wir haben auch einen Emulator dafür, also einmal ein Beispiel für die App. Wir haben leider mit der Karte ein kleines Internetproblem, aber wir haben es einmal auf dem Handy hinbekommen. Also wenn man startet, kommt man ganz einfach auf eine Anmeldung, muss man dann kurz Benutzernamen und Passwort eingeben. Dauert kurz, aber... So, dann sieht man ganz simpel einmal Profilbild, in dem Fall ist es ein Standardprofilbild, Name, Alter, Wohnort, die Sportarten, die man macht und halt einmal auch Vereine, falls man in einem tätig ist. Dann gibt es noch einmal die Map, da gibt es leider gerade Probleme, die Map zu laden, ich habe es aber sonst einmal hier auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob das hier einmal kurz drüber geswitcht werden kann. Wird kurz einmal geswitcht. Ja gut, dann anscheinend doch nicht. Also ist ganz simpel die Karte von Hamburg im Hintergrund zu sehen. Und einmal um zu erklären, der rote Pin ist man selbst, die blauen sind die Matches, diese netten Häuser da sind die Vereine und das Graue, was eine Trillerpfeife darstellen soll, sind Sportstätten. Und dann wird euch jetzt nochmal Moritz ein bisschen mehr über die Matches erzählen. Ja genau, bei den Matches handelt es sich eigentlich um eine Datenbank und wie es halt immer bei Matches ist, muss man halt Kategorien definieren und diese Kategorien hat man ja schon bei dem Profil gesehen, also dazu gehört zum Beispiel, was für eine Sportart macht, wir haben das jetzt Sportgenre genannt, zum Beispiel Ballsport oder Wassersport und jetzt wo man diesen Sport macht und viele weitere Kategorien und da wir jetzt in dieser Zeit jetzt keine riesen Community aufbauen könnten, die diese App halt nutzt, haben wir das alles lokal gemacht mit einer SQLite-Datenbank auf unserem Android-Phone und in dieser Datenbank sind jetzt halt ein paar Personen mit Profilbildern eingespeichert, die jetzt nicht echt sind, sondern halt nur Avatare sind, wie man unschwer erkennen kann und daneben wird halt ein Prozent angezeigt, zu wie viel Prozent dieser Match halt passt. Und da könnte man dann draufklicken und in Zukunft könnte man da vielleicht einen Chat starten oder der weiteren, um halt dann mit diesen Personen Kontakt aufzunehmen. Ja, das war jetzt unsere Präsentation. Ganz vielen lieben Dank.
Nico, Jonas, Sebastian, Lilo, Tita, Mareike, Anna und Katharina mit Poplar. Herzlich willkommen. Hallo. Genau, wir reihen uns da ganz schön ein. Wir heißen Poplar, wie schon gesagt. Und wir wollten aber auch irgendwie das Thema dieses Jugendhacks Grenzen im Kopf mit einbauen. Und deswegen haben wir jetzt, sagen wir mal, wie Tinder nur halt ganz anders. Denn bei Tinder geht es ja darum, dass man irgendwie eine Person auf einem Bild sieht und dann sagt man, oh ja, die sieht ja ganz gut aus. Oder halt eben, nee, doch nicht. Und das ist halt ziemlich vorurteilsbelastet. Also sagen wir mal so, oh, die Nase gefällt mir nicht, den will ich nicht. Und irgendwie, das wollten wir halt nicht. Und deswegen, dass es nicht irgendwie auf Bildern basiert, sondern dass man irgendwie auf einem Charakter das basiert, wen man kennenlernen will. Und das ist nicht unbedingt dann Dating, sondern auch insgesamt neue Leute kennenlernen. Und deswegen wird am sollen das durch interessante Fragen, die irgendwie witzig, aber auch was aussagen, definiert werden eigentlich. Ja, genauer gesagt ist es so, dass man als User 5 Fragen am Anfang beantwortet und diese werden dann an einen anderen User geschickt und dieser liest die dann durch und entscheidet halt, ob er dich sympathisch findet aufgrund deiner Antworten und kann dann halt überlegen, ob er mit dir weiter in Kontakt bleiben möchte oder nicht. Das Wichtigste dabei ist, wie schon gesagt, dass es halt keine Bilder gibt, aber auch solche Sachen wie Geschlecht, Alter oder Name werden nicht angezeigt. Genau, jetzt ist es nun natürlich ganz schön, so eine super tolle Idee zu haben, aber weil wir hier bei Jugendhackt sind und es natürlich auch immer um Cyber geht, wollten wir das Ganze auch umsetzen und das Ganze haben wir mit einer sehr schönen Website gemacht. Im Hintergrund arbeitet bei dieser Website, die man da jetzt auch schon sehen kann, ein PHP-Server, der die ganzen Anfragen bearbeitet und Benutzerdaten und Ähnliches in einer Datenbank abspeichert. Und das Ganze wird jetzt Sebastian einmal vorführen. Wir haben hier jetzt erstmal diese schöne Internetseite. Sie basiert erstmal auf PHP, SQL und anderen Code. Wir wollen uns natürlich erstmal registrieren. Gehen wir auf Registrieren. Wir registrieren hier jetzt erstmal das Kaline, das schöne Maskottchen vom Jugendhackt. Schon hier eingetragen, weil mehrmals getestet. Schönes Passwort. 4 Zeichen. Das Passwort natürlich wird natürlich in der Datenbank verschlüsselt, damit es eben sicher ist. Können wir hier dann sehen. Ja, können wir hier sehen, das Kaline und das verschlüsselte Passwort. Dann müssen wir uns eben dann einloggen. Und muss man hier nochmal klicken, Weiterleitung müssen noch gemacht werden. Und hier sind dann die ersten 5 Fragen. Magst du Bratwurst? Kaline kann aber nur Bäh antworten, weil Alpaka. Und dann abschicken. Natürlich kann man hier jetzt noch weitere Fragen antworten, aber wir wollen natürlich erstmal zum Matchmaking. Hier wird dann eben die derzeitige User-Anzahl angezeigt und dann bei Antworten und Fragen muss man jeweils Ja und Nein klicken. Weiter können wir noch nicht, weil wir noch keinen Chat haben. Ja, und natürlich, da müssten wir jetzt noch am Design halt was weitermachen, aber ja, vom Prinzip her ist halt der Inhalt erstmal jetzt wichtig gewesen. Ja, und jetzt habe ich zum Schluss noch die Ehre, unseren wundervollen Namen zu erklären. Poplar ist das englische Wort für Pappel. Und da unser Projekt ja so wie Tinder nur halt ganz anders ist, haben wir uns überlegt, ja, Tinder bedeutet ja Zunder. Zunder brennt gut, was brennt denn schlecht? Und da das Holz der Pappel sehr schlecht brennbar ist, haben wir uns dafür entschieden, die andere Variante wäre nasses Holz gewesen und das klang irgendwie nicht so gut. Sehr schöne Idee und toller Name. Vielen Dank an das Team Poplar und viel Spaß beim Kennenlernen. Ja, danke schön. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende von unserem dritten Block. Es gibt jetzt gleich wieder eine ganz kurze Pause, in der Lukas nochmal so coole Musik macht wie eben. Aber vorher auf Twitter hat jemand gesagt, dieses Paula-Ding. Was ist denn eigentlich dieses Paula-Ding, was hier läuft? Und ja, also es ist so, es gibt hier sehr viele Mentoren und Mentorinnen, 84 glaube ich war die Zahl, und es gibt aber eine Person, die ganz viel macht
und also wo man auch sagen kann, ohne die würde das nicht stattfinden. Und die hat zufälligerweise den Vornamen Paula. Wenn Sie mal kurz nach vorne kommen würden, Frau Glaser. Das ist Paula. Auch für den Stream, das ist Paula. Wie fühlt sich das eigentlich an, ein gestaltgewordenes Meme zu sein? Ich sink immer nur tiefer in meinem Stuhl. Morgen ziehe ich eine Sonnenbrille auf. Ja, Memes fangen ja immer ganz harmlos an. Ne? Ich weiß noch, Freitagnachmittag, die Jugendlichen kamen an und einer der ersten Sätze, die Daniel sagte, war so, übrigens, Paula hat wahnsinnig viel gemacht und deswegen müssen wir ihr übers Wochenende ungefähr mindestens 18 Mal applaudieren und deswegen immer zwischendurch, wenn wir gerade irgendwas gemacht haben oder umgebaut haben oder zu einem anderen Programmpunkt rübergegangen sind, hat Daniel gesagt, ach und übrigens, jetzt eigentlich nochmal ein Applaus für Paula. Und so ist dieses Meme entstanden. Und das ist nicht alles. Genau, das war noch nicht alles, sondern das Team möchte dir auch aus ihrer ewigen Dankbarkeit heraus dieses Stirnband schenken und da sind super Alpakas drauf. Ganz vielen Dank für deine Arbeit, Paula. Dankeschön. Jetzt könnt ihr nicht nur hören, wo sie ist, sondern auch noch sehen. Vielen Dank, Paula. So, jetzt nochmal wieder viel Spaß mit Lukas und wir machen um 14 Uhr hier weiter mit dem letzten Block. Viel Spaß. Ihr Noel. Thank you.
Note. Vielen Dank. So, wir haben es bald geschafft. 6 spannende Projekte kommen jetzt noch. Und wie immer haben wir uns Mühe gegeben, dass ihr alle etwas miteinander zu tun haben. Ich bin schon gespannt, was jetzt kommt. Ja, das Team, was jetzt als erstes dran wäre, hat gerade gesagt, sie bräuchten noch so 5 Minuten. 5 Minuten haben wir natürlich wir nicht. Wir sind super flexibel. Wir genau. Tauschen die Tische. So, dann. Okay, Entschuldigung, das war mein Fehler. Bitte. Nein, wir tauschen die Tische. Elias, Oliver, Elias und Julian mit dem Refugee Guide, den sie sich vorstellen werden. Herzlich willkommen. Du wolltest dazu noch was? Was? Bei dem Team, das wir wollten... Ah, sagen, oh ne? Gott, meine Güte, alles voller Fehls. Also, wie Sie sehen, steht hier jemand in einer Box. Diese Box ist keine Bilderbox, deswegen bitte keine Bilder machen und ins Internet posten, weil sonst jemand drauf ist, der nicht ins Internet will, auf einem Bild. Vielen Dank. Okay.
Wie schon gesagt, wir sind von Refugee Guide. Ja, Oliver, Elias, nochmal Elias und Julian. So, Elias wird anfangen. Ja, also wir wollten mit unserer Projektarbeit in diesem Jahr Jugendhackt Flüchtlingen ihre Flucht aus ihrer Heimat, wo auch immer sie hinwollen, erleichtern. Und dazu haben wir eine Web-Applikation erstellt, programmiert, die man auch dort so sieht. Die besteht aus einer Karte und auf dieser Karte können Flüchtlinge und andere Bürger Marker setzen, also Orte markieren und zu diesen dann Informationen hinzufügen. Beispielsweise, Achtung, hier ist eine Grenzkontrolle oder hier gibt es heute Abend kostenloses Essen, sowas in der Art. Ja, es ist uns während des Wochenendes gelungen, einen Prototyp unserer Idee zu entwickeln. Wie Elias schon gesagt hat, als Web-Applikation. Gleichzeitig haben wir dabei auf das JavaScript-Framework AngularJS zurückgegriffen, serverseitig auf das Python-Framework Django mit der Datenbank SQLite. In dieser Datenbank befinden sich viele Punkte, also Punkte auf der Karte, die wir einteilen in Informationen, Warnungen und Supporter, von denen wir denken, dass sie eben für Menschen auf der Flucht nützlich sein könnten. Diese Punkte sollen eigentlich von der Community zugetragen werden, also später von anderen Menschen auf der Flucht, die diese Informationen anderen Menschen auf der Flucht zur Verfügung stellen wollen. Aber weil wir keine Community haben, haben wir jetzt erstmal ein paar Beispieldaten eingetragen, zum Beispiel als Warnungen in Deutschland die Chronik fremdenfeindlicher Übergriffe 2015 und 16. Ich stelle euch jetzt die Website mal genau vor. Also wir befinden uns jetzt gerade auf der Startseite und man sieht jetzt hier schon die einzelnen Symbole, wie gesagt drei. Das Grüne steht für die Supporter. Das für die Warnungen, die Gefahren. Und jetzt müssten wir noch eins. Okay, in Italien scheint eins zu sein. Da haben wir auch eins zu den Informationen. Und ja, also uns ist wichtig, dass man auf unsere Webseite zugreifen kann, auch wenn man sich nicht angemeldet hat, damit jeder anonym diese Webseite benutzen kann. Und man kann auf die einzelnen Tags klicken und erhält dadurch Informationen zu diesen. Ja, um selber Beiträge erstellen zu können, muss man sich dann anmelden. Wir können uns jetzt einfach mal schnell einloggen. Und ja, dann erscheint auch unser kleines Stifttool in der Ecke. Da können wir uns jetzt entscheiden, ob wir einen Punkt auf unserer aktuellen Position erstellen wollen oder auf angegebenen Längen- und Breitenkarte, die man dann selber festlegen kann. In der Zukunft soll man dann auch direkt auf der Karte Punkte setzen können, bloß das haben wir aus Zeitgründen jetzt noch nicht hinzufügen. Wir haben es nicht geschafft, das hinzuzufügen, weil wir einfach keine Zeit dazu hatten. Wir machen jetzt kurz eine kleine Demo, indem wir einfach mal hier den Alexanderplatz in Berlin adden. Und ich nenne das jetzt einfach mal einen Test. Dann können wir hier die Art des Punktes auswählen. Und wir speichern das jetzt mal als Information, Description, nichts. Und wir haben das schon vorbereitet. So, und dann können wir das auch ganz kurz hinzufügen. Da kommt auch schon der erste Fehler. So, das hat dann auch geklappt und
Jetzt gehen wir mal nach Berlin. Da. Und man sieht, unser Punkt wurde hinzugefügt und ist jetzt auch auf der Website und jeder kann ihn angucken. Unsere Website ist auch von der mobilen Seite, also von jedem Smartphone zu erreichen und ja, auch direkt daran angepasst. Das Menü wurde dann so als Seitennavigation, die bloß noch aufgehen müsste, umgesetzt. So, da hätten wir es auch schon und wie gesagt, diese Funktion funktioniert dann genauso wie die Webseite und ja, vielen Dank auch nochmal. Eine ganz kurze Frage noch, diese Einträge, werden die denn, können die auch irgendwie bewertet werden nach Hilfreichigkeit? Also die Community, wie gesagt, also die Interaktion mit den Usern haben wir jetzt noch nicht wirklich eingebunden. Es soll dann auch noch ein Commentary-System eingebunden werden, mit dem man dann einfach Fragen auch an den Ersteller schreiben kann oder an die Community generell. Und ja, aber aus Zeitgründen haben wir das alles noch nicht umsetzen können. Alles klar. Refugee Guide, vielen Dank. Besonderen Dank auch nochmal an Andreas und Daniel. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Team Glühwürmchen und die sind jetzt auch fertig und die sind so cool wie der Name ihres Projektes. Und zwar sind das Anna, David, Gregor und Jaro. Herzlich willkommen. Ja, also wir sind wie gesagt das Projekt Glühbirnchen. Wir kommen aus einer thematisch etwas anderen Ecke als das Projekt vor uns. Aber auch bei uns geht es ein bisschen um Grenzen überwinden. Bei uns geht es jetzt speziell um Bildschirmgrenzen. Nämlich wir haben eine Anwendung entwickelt, mit der man Videos über mehrere Bildschirme auf mehreren Computern hinweg betrachten kann. Das hat zum Beispiel Anwendungen, wenn man sich mit Freunden trifft, jeder hat ein Smartphone dabei, aber man hat keinen großen Bildschirm und möchte einen Film gucken. Dann kann man unsere Anwendung nehmen, die Smartphones zusammenlegen und dann den Film zusammen gucken. Ja, man sieht hier jetzt noch, das Problem ist so ein bisschen das Halten von den Laptops oder den Smartphones. Aber wenn man das dann mit Beamern macht zum Beispiel, dann hat man dieses Problem nicht mehr und dann kommt man auch auf etwas weniger freizeittechnische und eben auch gesellschaftlich relevante Anwendungen, wenn zum Beispiel Parteien oder Demonstrationen wenige günstige Beamer für ihre Veranstaltungen benutzen können, anstatt ein High-End-Gerät. Ja, zur technischen Implementation sagt euch jetzt als erstes Gregor ein bisschen was. Ja, Hallöchen. Was heißt zur technischen Implementation? Eher eine Problemstellung, die wir bekämpfen mussten. Zeit ist cool, so vom Konzept her, aber auf Rechnern ist das doof, weil alle Rechner andere Zeiten haben. Und wenn wir halt jetzt einfach sagen würden, spielt halt alle mal ein Videofile, dann sind die halt asynchron und es sieht halt echt doof aus. Also mussten wir einen Weg finden, wie wir sie dazu bekommen, alle gleichzeitig an der gleichen Stelle das Video zu spielen. Das machen wir so, indem wir ständig im Netzwerk durchmessen, wie weit würde, also wie lange würde eine Anfrage brauchen von einem zentralen Server, den wir haben, zu den Clients, der den Clients sagen würde, ihr müsstet jetzt bei Sekunde 15 sein. Das machen wir die ganze Zeit, rechnen diese Zeit, also die Latenz, die sie brauchen, auf die Anfragen drauf und dann bekommen sie alle immer gleichzeitig Synchronisationssignale und zeigen dieses wunderschöne, es ist wundervoll, dieses wunderschöne Video an. Ja, als nächstes erzählt euch dann David ein bisschen dazu was. Genau, dann haben wir gedacht, okay, wie schaffen wir das denn, das Video überhaupt auf mehrere Monitore zu splitten? Der erste Gedanke war, okay, wir holen FFmpeg, schneiden das Videofile in 4 Stücke oder so viel, wie wir halt brauchen und streamen es an die Rechner. Aber davon sind wir dann relativ schnell weg, weil Videos live encodieren auf Laptops und Smartphones, nee, also ist auch in 2016 noch ein Problem. Wir machen einfach, das Ganze läuft im Browser, HTML5 Video, wir ziehen es uns einfach mit CSS so zurecht, wie wir brauchen. Wir stellen für jedes Display einfach die Pixeldichte ein und die Auflösung kriegt sie automatisch. Dann weiß es automatisch, wie muss ich skalieren. Also die Displays haben alle eine andere Auflösung und trotzdem kriegt es hin, dass es passt. Dann können wir noch einstellen, wie weit das Display vom anderen entfernt ist. So haben wir dann die Display-Render auch schon rausgerechnet. Genau. Das war mit den Formeln ein ziemlich großer Schmerz. Wir haben es auch irgendwie erst heute Nacht um 4 Uhr richtig zum Laufen bekommen. Und
Also wir haben uns ziemlich lange mit dem Problem Synchronisierung rumgeschlagen, aber es läuft und es war echt krass. Zum Backend kann man sagen, das besteht im Großen und Ganzen aus zwei Microservices. Und der eine Microservice hat die großartige Aufgabe, die Zeit der Videos zu synchronisieren, dass gewissermaßen jeder Rechner das gleiche Bild anzeigt. Und aus diesem Microservice leitet sich auch der Name unserer Gruppe her, also Glühwürmchen, weil Glühwürmchen haben genau dasselbe Problem, die müssen sich auch synchronisieren. Glühwürmchen, wenn die anfangen zu glühen, sind die auch erstmal asynchron und damit die dieses pulsierende Bild, was man von Glühwürmchen kennt, nämlich dass man diesen Schwarm hat, das quasi an und aus immer wieder glüht, müssen die sich untereinander synchronisieren und genau das erreicht halt quasi dieser Microservice. Und dann haben wir noch einen zweiten Microservice, der die Bildausschnitte den verschiedenen Monitoren zuordnet. Und das ist eigentlich, wir überwinden keine Grenzen im Kopf, aber immerhin Bildschirmgrenzen. Genau. Übrigens der Grund, warum das gerade bei der Demo so kaputt ist. Wir haben das gerade alles irgendwie so, man kann sich vorstellen, wir haben einfach Risse mit Gaffertape überklebt und gerade so im Publikum noch so die letzten Codezeilen geschrieben und irgendwas ist gerade kaputt gegangen, umgefallen, was auch immer. Entschuldigung. Ganz vielen lieben Dank, es war trotzdem sehr cool und sehr beeindruckend. Danke an das Team Glühwürmchen. Das spricht ja eigentlich auch nur dafür, dass ihr euch Problemstellungen sucht, die wirklich nicht trivial zu lösen sind. Und dann ist es halt auch ein bisschen komplizierter. Hut ab! Nachts um vier scheint auch so eine magische Grenze zu sein. Da habe ich auch den Eindruck. Lösungen. Ja. Nachts um vier. Ich habe gehört, es sind auch schon in der Nacht von Freitag auf Samstag alle möglichen GitHub-Einladungen an Mentorinnen rausgegangen, die sich dann auch gewundert haben. Unglaublich. So, wenn unser Fehler-Kompensationsalgorithmus gut funktioniert hat, dann begrüßen wir jetzt das Team von Helplingbox. Stimmt das? Yes! Und zwar Max, Felix, Khalid, Jean-Christophe, Timon, Rebecca und Caleb mit der Helpingbox. Herzlich willkommen. Hallo, wir sind Helpingbox. Ich bin Timon. Ich bin Jean-Christophe. Ich bin Caleb. Ich bin Felix. Ich bin Max. Ich bin Rebecca. Und ich bin Khalid. Ich bin der euch das jetzt etwas präsentieren wird, die Einführung durchführen wird und hoffe mal, dass es interessant rüberkommt. Und ja, was ihr hier seht, hoffe ich mal, ja, da seht ihr einen Fernseher, den wir auf dem Weg zum FabLab gesehen haben. Der stand in irgendeiner Gasse und stand drauf zum Mitnehmen, wahrscheinlich defekt oder ähnliches. Und wir dachten uns, was macht der da? Wieso ist der nicht in irgendeiner Organisation? Wieso ist der nicht irgendwie da, wo er wirklich benötigt wird? Und dann dachten wir uns, da müssen wir was machen und dann kam Helpingbox. Das Helpingbox ist einfach eine Plattform für Organisationen, wo sie sich eintragen können, deren benötigten Konsumartikel posten können und somit dann die jeweiligen Helfer, die passenden Produkte haben, anschreiben. Also die Helfer schreiben die jeweiligen Organisationen an und dann kriegen die Ware, also die Produkte, die benötigt werden. Genau, wie haben wir angefangen? Ist ganz einfach, wir haben einfach ein Plakat genommen und erstmal überlegt, was brauchen wir eigentlich für die Website, wie soll die Website aufgebaut sein? Dann haben wir uns in die verschiedenen Arbeitsbereiche eingeteilt, sprich die Leute, die gerne Design sind ins Frontend gegangen und die gerne viel programmieren, sind ins Backend gegangen. Dann habe ich mich ein bisschen an die Recherche gemacht und habe ein bisschen rausgesucht, was es denn für Organisationen und Flüchtlingsheime in Deutschland gibt und jetzt vor allem in Berlin. Und dann haben wir die Adressen in die Datenbank geschrieben. Ja, und nachdem wir die Dummy-Daten in die Datenbank geschrieben haben, haben wir uns daran gesetzt, die Datenbank und die Website zu verknüpfen. Boah, es ist das Internet ausgefallen. Das Frontend haben wir mit Bootstrap als CSS-Framework gemacht, HTML und JavaScript.
Das Backend haben wir mit PHP und die Datenbank MySQL gemacht. So, und wir können euch auch was zeigen. Ich werde euch jetzt erstmal unsere Startseite zeigen von unserer Webseite. Da sieht man zum einen unseren Projektnamen und ein schickes Logo. Unten ist ein kleiner Willkommenstext mit einer kleinen Erklärung zu unserem Projekt und was wir da machen. Und in der, also etwas weiter oben sieht man eine Navigationsbar, bei der man zum einen auf die Startseite gehen kann oder sich als Helfer ausgeben kann oder eben einen Button, um zu sagen, dass man von einer Organisation ist und etwas anfordern möchte. Und dank des Frameworks Bootstrap haben wir das eben auch hinbekommen, dass das alles auf einem mobilen Endgerät klappt, in dem sich das Layout anpasst. Das würde ich hier gerne einmal zeigen. Genau. Die Schriftgröße hat sich angepasst und außerdem ist die Navigationsbar etwas anders. Man hat hier jetzt ein Menü. Und hier kann man jetzt entscheiden, ob man ein Helfer ist oder von einer Organisation. So, und dazu sagt jetzt eben noch einmal der Timon etwas. Ja, also wie gerade eben schon gesagt, wir können jetzt erstmal sagen, ob wir ein Helfer oder eine Organisation sind. Ich bin jetzt ein Helfer, ich habe Sachen, die ich nicht benötige, dann klicke ich auf Helfer. Jetzt hoffe ich, dass es mit dem Internet hinkommt, weil er jetzt guckt, bei welcher Position ich mich befinde und guckt, welche Organisationen in der Nähe sind. Gleich zeigt, wie lange der Anfahrtsweg ist und also der Autoanfahrtsweg ist und die Strecke zu der genannten Organisation ist. Dann kann ich mir eine aussuchen. Mir gefällt jetzt die erste Organisation ganz gut. Dann klicke ich da drauf und dann werde ich auf eine Seite umgeleitet, die zeigt, die Adresse, Informationen über die Organisation zeigt, erstmal zum Beispiel die Adresse, den Ansprechpartner oder auch eine Telefonnummer. Und dann kann man auch gleich eine Route starten, wenn man was vorbeibringen möchte. Und hier unten ist halt eine Tabelle, die von der Organisation ausgefüllt wurde, was für Sachen gerade noch benötigt werden. Und der Helfer kann dann halt eben sehen, ob er davon irgendwas noch zu Hause rumliegen hat und das vorbeibringen kann oder auch verschicken kann. Und wenn man jetzt eine Organisation ist, dann kann man hierauf klicken und seine Daten halt eintragen, ja, was man halt benötigt. Und dann wird das eingetragen und der Helfer kann Sachen verschicken. Danke. Wunderbar. Man kann also, ich muss jetzt gerade noch an das Remap-Projekt auch denken, man kann wirklich die eigene Wohnung, glaube ich, langsam leer kriegen und sogar noch was Gutes tun. Vielen Dank, Helping Box. Tschüss. So, unser nächstes Projekt heißt Changes und da geht es darum, wie sich Dinge verändern über die Zeit und das stellen uns vor René, Alex, Loic und Torben. Herzlich willkommen für das Projekt Changes. So, moin erstmal. Entschuldigung. Wir sind die Gruppe Changes. Wir bestehen aus René, Alex, Torben und mir, Loic. Ich werde euch erstmal was zur Idee erzählen. Das Ganze kam ziemlich spontan, ziemlich kurzfristig im Keller des Jugendhauses. Und zwar kam die Idee auf, wie denn die Straßen, wie die Gebäude früher ausgesehen haben, wer da drin gelebt hat und all sowas, was halt wir und eventuell auch unsere Eltern oder Großeltern nicht mehr mitbekommen haben, das Ganze in eine App zu packen. Und zu der Lösung wird euch jetzt Torben was erzählen. Genau, jeder kennt's ja, man geht durch die Straßen und denkt so, boah, ich würde gerne mal wissen, wie das Haus früher aussah. Und ja, deswegen haben wir einmal eine Android-App geschrieben und eine iOS-App. Und ja, mit der könnt ihr entweder gucken, was in eurer Nähe ist, also zum Beispiel, was jetzt vor euch ist, ob da jetzt vielleicht ein sogenannter Stolperstein ist. Da sind nämlich auch welche registriert, die gibt's in Berlin sehr viele. In Hamburg gibt es auch welche. Und ja, ihr könnt aber auch woanders hingucken, zum Beispiel von hier aus könnte man jetzt nach Mainz gucken, was da ist, ob da irgendwelche alten Gebäude sind. Und ja, könnte dann da draufklicken und sieht dann Infos zu den Daten und manchmal bekommt man auch Bilder von früher, wie die früher aussahen. Und ja, ich gebe weiter an René. Um diese Pins darstellen zu können, benutzen wir verschiedene Datenquellen. Wir haben zum einen ein anderes Jugendhack-Projekt benutzt, und zwar heißt das Plate Collect, und die haben auch Stolpersteine dargestellt und einen Datensatz der Stadt Berlin aufbereitet und mit GPS-Daten versehen. Und
ja, deren Datensatz nutzen wir. Wir nutzen aber auch Daten aus der OpenStreetMap, um Kameradaten abzurufen, also wo befinden sich Kameras, weil wir ursprünglich auch ja so eine Art Zeitachse sehen, anbieten wollten in der App. Und genau. Wir haben auch einen eigenen Datensatz gebaut, um halt so Bilder von Gebäuden historisch darstellen zu können. Das sieht man aber später in der App noch, genau. Und in der Zukunft wollen wir auch weitere Datenquellen einbauen und auch die Zeitachse weiter ausbauen, die wir schon angefangen haben. Genau. Genau, ich erzähle euch was zur Implementierung. Also wie gesagt, wir haben eine Android-App und eine iOS-App geschrieben und halt ein Backend in Node.js, was sehr gute Vorteile hat, weil man halt sehr schnell sehr viel erreichen kann mit Node.js, sehr gute Backends schreiben kann in einer geringen Zeit, was ja bei JungTech immer gut ist. Ich präsentiere euch mal kurz die iOS-App. Also man sieht eine Karte, auf der haben wir ganz viele Daten angezeigt, die wir uns immer von unserem Server holen. Das heißt, die kann man auch ständig aktualisieren. Und das war auch eine Sache, die wir halt machen wollten. Das heißt, wir wollen so viele Daten wie möglich einbinden können. Das heißt, wir standardisieren erstmal alles und brechen es dann auf das Nötige runter, so dass man unterschiedliche Datensätze und Datenformate halt in der App anzeigen kann. Jetzt hier sieht man zum Beispiel, das Gelbe sind Stolpersteine. Wenn man da draufklickt, sieht man den Namen und das Deportationsdatum und den Ort, wohin der die Person deportiert wurde, sowie auch, falls vorhanden, das Todesdatum und der Todesort. Und dann gibt's noch Bilder von früher und von heute. Das heißt, man kann auch noch die geschichtliche und zeitliche Entwicklung sehen. Hier sieht man zum Beispiel die Volksbühne, wie sie 1954 aussah. Also noch ein bisschen anders als heute. 2006. Ja, 16. Ja. Dankeschön. Ganz vielen lieben Dank an das Team Changes. Wenn man die absurde Idee hat, dass man eine ganze Schule mit WLAN versorgen will, dann gibt es zwei Arten von Gegenargumenten. Das eine ist spitzerisch, das ist so, nein, das kocht die Gehirne unserer Kinder weich. Was man dagegen machen kann, weiß ich leider auch nicht. Das andere ist, das ist aber viel zu teuer. Aber dagegen kann man vielleicht was machen. Zum Beispiel mit EduHoc von Levi, Luisa und Moritz. Herzlich willkommen. Ja, hallo, also wir sind die Gruppe EduHoc, einmal Moritz, Levi und ich bin Luisa. Also unser Programm basiert vor allen Dingen auf dem Problem, dass die Schulen Internet haben wollen, am besten WLAN. Das Problem ist allerdings, dass sie zu wenig Geld haben. Und deswegen haben wir ein Programm entwickelt, um Schulen trotzdem mit gutem Internet zu versorgen. Ja, die Lösung für das Problem ist ganz einfach, und zwar rüsten wir die Rechner, die sowieso in jedem Klassensaal stehen, mit einem billigen Wi-Fi-Stick aus und laden das Programm, welches wir am Wochenende geschrieben haben, auf die Rechner. Das Programm wird ausgeführt und erstellt ein virtuelles Netzwerk, welches das komplette Netzwerk vom Urknoten sozusagen von einem Router weiterleitet und über die ganze Schule verbreitet. Wenn man sich das Ganze grafisch vorstellen will, habe ich hier mal ein Bild vorbereitet. Man sieht, die 1 in dem Fall wäre der Router der Schule. Und anstatt jetzt über Kabel überall die Wände aufzureißen und Access Points zu verlegen und etc. etc., viel zu teuer, nehmen wir einfach die Rechner, die in den Klassensälen sind, 2, 3, 4 etc., rüsten die mit unserem Programm und einem billigen Wi-Fi-Stick aus und repeaten den Router immer weiter bis an die letzten Grenzen des Schulgeländes. Wenn wir unser Programm auf diesem Rechner jetzt einfach mal praktisch ausführen wollen, um eine der späteren Stufen zu simulieren, dann machen wir das einfach mal. So. Wir sehen jetzt hier, dass momentan der Service offline ist. Wir wählen jetzt den Ethernet-Anschluss aus, der sozusagen das Element darüber darstellt. Heißt, wenn wir in zweiter Ebene sind, wäre der Router jetzt das Element darüber. Das wollen wir natürlich weiterleiten. Und dann starten wir den Service einfach. Ja, die Videotechnik hat, glaube ich, gerade Schwierigkeiten, euer Laptop-Bild auf den Beamer zu schmeißen. Vielleicht können wir einfach genau den Laptop abfilmen, damit das Publikum weiß, was ihr erzählt. Nein, wir haben extra dupliziert eingestellt. Applaus
Vielleicht ein kurzes Signal, liebe Videomenschen. Klappt das mit der Kamera oder müssen wir es aufgeben? Ah. Ah, wir haben ein Bild. Perfekt. Also, wir sahen gerade, der Service war offline. Jetzt ist er online, weil ich ihn gerade schon gestartet habe. Wir haben jetzt, wie gesagt, den Router, den wir jetzt in diesem Fall das Jugend-Hack-Netzwerk haben, weitergeleitet zu einem mobilen Access Point. Und jetzt können wir auf dem Handy von Moritz einfach sehen, dass dieser Access Point jetzt hier öffentlich verfügbar ist. Und alle Anfragen, die an diesen Access Point gehen, werden weitergeleitet. Bis nach ganz oben zum Router werden dort verarbeitet. Und wir haben die komplette Abdeckung des Schulgeländes mit billigen WLAN-Sticks für 20 Euro. Danke. Ich weiß, das ist jetzt nur sagen nur eine Idee von diesem Wochenende, aber habt ihr vielleicht Erkenntnisse darüber, wie dick die Verbindung dann ist und wie weit sozusagen so ein WLAN-Stick reicht, weil der muss ja dann auch durch die Wände und so. Ja, genau, das ist die Sache. Da die meisten oder bei vielen Schulen die meisten Klassenräume ja Computer haben, nimmt man einfach für jede Schicht, wie bei einer Zwiebel zum Beispiel, einen der Computer und leitet die innere Schicht zur äußeren weiter, bis man nach 5 Computern oder ähnlichem bis zum Rand des Schulgeländes kommt. Und solange die reichende Abdeckung groß genug ist, kann man das ganze Schulgelände, egal wie groß, abdecken. Okay, also die WLAN-Sticks reichen auf jeden Fall aus für eine Bandbreite. Alles klar. Vielen Dank. Videohock. Dürfen. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Projekt und das Überthema dieses Jahr war ja Grenzen im Kopf und wir konnten feststellen, dass die Jugendlichen sich wirklich auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben ja schon gesehen, dass hier Bildschirmgrenzen zum Beispiel überwunden wurden, aber das ging auch schon am Freitagabend beim Abendessen los. Ich stand neben einem Jugendlichen am Buffet und er sagte, oh, da gibt's Reis. Und ich sagte, nee, das ist Couscous. Und er sagte, kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Habe ich gesagt, kannst ja mal ausprobieren. Und dann sagte er sinngemäß zu mir, ja, was meinst du, was ich jetzt vorhabe? Also das demonstriert nochmal ziemlich gut diese Offenheit, die die Jugendlichen alle mitbringen und die sie in die verschiedenen Projekte einfließen lassen, die sie machen. Und das letzte Projekt, das wir jetzt heute vorstellen, das ist der Stereotyper. Der illustriert auch nochmal sehr gut, wie sich diese Gruppe mit dem Thema Grenzen im Kopf auseinandergesetzt hat und wie sie das sehr kreativ umgesetzt haben. Und es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wieder ein Projekt aus der Übergruppe, so ähnlich wie Tinder, nur ganz anders. Herzlich willkommen, Stereotyper. Das sind Lennart, Anna, Simon, Björn und Lorraine. Gut. Dann sage ich mal auch Hallo, willkommen beim letzten Projekt. Das heißt, es neigt sich so langsam dem Ende. Aber wir zeigen euch auch jetzt nochmal, was wir gemacht haben übers Wochenende. Wir sind das Team Stereotyper und ich würde einfach mal sagen, du fängst mal einfach an, Simon, zu erzählen, was haben wir eigentlich gemacht, was ist die Idee und dann mal schauen, was jetzt noch passiert. Hintergrund für Stereotyper war die sogenannte Filterblase. Davon haben sicherlich einige von Ihnen und euch schon gehört. Hintergrund ist, dass man in sozialen Medien häufiger den Leuten folgt, die eine ähnliche Meinung haben wie man selbst, weil das dann einfach eine angenehmere und schönere Nutzungsart ermöglicht. Problem dabei ist aber, dass man dann einen gewissen Tunnelblick entwickeln kann und beispielsweise Vorurteile, die man gegenüber anderen Kulturen hat oder gegenüber anderen Religionen, um ein Beispiel zu nennen, weiter bestehen bleiben und nicht behandelt werden. Deswegen ist die Idee bei Stereotyper, dass zwei Personen, die Vorurteile haben, die sich gut ergänzen, miteinander in Verbindung gebracht werden und diese sich dann austauschen können. Das heißt, zwei Personen mit gegensätzlichen Standpunkten werden zusammengebracht, können dann ein bisschen diskutieren und hoffentlich dann den Standpunkt der anderen Person ein bisschen mehr verstehen und sich dann auch von eigenen Vorurteilen vielleicht ein bisschen lösen. Und eine weitere Besonderheit ist, dass die beteiligten Personen erst am Ende des Chats erfahren, was für Vorurteile dazu geführt haben, dass dieses Matching stattgefunden hat. Das heißt, man ist als Nutzer praktisch dadurch gezwungen, sich aktiv auf den anderen einzulassen, sich dessen Argumente und Sichtweise anzuhören. Und Lorraine erklärt uns jetzt ein bisschen was über den technischen Hintergrund. Ja, geschrieben ist das Ganze in JavaScript und außerdem haben wir Angular.js benutzt, aber das konnte leider am Anfang keiner von uns. Aber dank der Hilfe der Mentoren haben wir das dann gelernt. Und und ja, Anna demonstriert euch das dann mal.
Genau, ich zeige euch das jetzt, wie das geht. Und zwar tippt dann jemand seinen Namen einfach ein. Und dann geht's auch schon los. Und dann ist da die Frage oder jeweils die Aussage. Und jeder hat seine eigene Meinung dazu und kann auch überspringen, wenn er möchte. Und irgendwann trifft man auf den Chat mit jemandem. Und ja, Lennart erklärt euch jetzt noch Näheres darüber. Die Fragen und Aussagen wurden nach besonders kritischen und politischen Themen gewählt. Es geht darum, gezielt Informationen über mögliche Vorurteile zu gewinnen und einen möglichst guten Match zu erzielen. Ja, so, das war jetzt Stereotyper. Der Chat, wie gesagt, der war jetzt noch nicht vorhanden. Da könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, auch wieder interaktiv mit den anderen Projekten, zum Beispiel Labor einfach zu integrieren. Aber wie am Ende dann der Chat funktioniert, war jetzt zweitrangig. Aber das war jetzt erstmal unsere Präsentation und das ist Stereotyper. Ganz vielen herzlichen Dank. Applaus. Das ist so unfassbar gut. Ich würde das gerne ausprobieren. Ich wüsste nicht, ob ich geduldig genug wäre, mit Leuten zu diskutieren, die ganz anders sind als ich, aber ich würde es wirklich gerne machen. Vielen Dank. Sehr schön. Jetzt könnte vielleicht mal einer der anwesenden Hoffotografen einen Tipp geben, ob man sich besser vor oder hinter die Tische stellt. Ich weiß nicht, ob drauf erlaubt ist. Also unser einer Hoffotograf steht da ganz hinten oben in der Mitte. Für den auch nochmal einen Applaus, der macht auch coole Arbeit. Ihr sollt alle weiter nach vorne kommen. Kommt mal vor die Tische. Meine Güte, sind das viele Leute. Kommt mal weiter nach vorne, dass ihr alle im Licht steht. Vielleicht so ein bisschen vor Bitte den Tischen. Bitte nach vorne kommen, vielleicht auch vor Tischen, die Tische. Hinter den Tischen, genau. Kommt noch weiter nach vorne. Immer hier. Weiter nach vorne. Genau, super. Genau, kommt mal hier auch noch hier, alle, die hier am Rand stehen. Kommt ihr auch noch mit hierher, damit ihr nicht aus dem Bild rausfallt. Genau. Kommt ihr noch hier, damit ihr nicht abgeschnitten seid? Hier vorne ist noch Platz. Wollt ihr nicht auch noch? Kommt ihr noch? Hier. Das sieht schon mal sehr schön aus. So, nachdem wir euch alle da vorne haben, wollen wir uns jetzt noch mal bei den Leuten bedanken, die heute schon ganz oft erwähnt wurden. Und ich würde das gerne gleich in Form einer Welle machen, ja? Also die hier anfängt und dann so da lang geht und dann so in das Publikum und dann so hier wieder zurückkommt und dann noch mal eine Welle. Und das ist für die Mentorinnen und Mentoren. Und wenn die jetzt alle mal aufstehen würden im Publikum, die Mentorinnen und Mentoren, die den Jugendlichen geholfen haben, in einem Tag Ruby zu lernen oder HTML oder AngularJS. Super schön. Und jetzt gerne mal eine Alpaka-Welle, die hier anfängt. Können wir eine Welle haben? Eine Welle für die Mentorinnen, die Mentoren, Daniel und Maria. Macht mal eine Welle. Oh. Hey. Und ins Publikum, jetzt ihr. Oh. Oh. Sehr gut, super. Und Lametta. Ganz vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Voll schön auch, dass viele von euch zum wiederholten Male gekommen sind. Das war auch total toll. Das zeigt ja auch, dass ihr gerne Jugendhack treu bleibt. Es gibt ja auch schon Leute, die zum Beispiel in vergangenen Jahren als Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei waren und jetzt dieses Jahr Mentorinnen und Mentoren waren. Und auch bei den Jugendlichen, die dieses Jahr dabei sind, wissen wir, dass jetzt nächstes Jahr welche zu alt sind, aber dann als Mentorinnen und Mentoren wiederkehren. Und das zeigt einfach, dass Jugendhack extrem cool ist und dass Jugendlichen gerne dabei bleiben. Ganz vielen Dank nochmal an Daniel und Maria, dass ihr das möglich gemacht habt. Es gibt jetzt gleich noch, falls ihr euch vielleicht interessiert, was sozusagen im Rest der netzpolitischen Welt gerade so passiert, gibt es gleich noch ein kurzes Video von der digitalen Gesellschaft. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen Dank, das war Jugendhack 2016 und hoffentlich, vielleicht unter Umständen, sieht man sich ja im nächsten Mal. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Tschüss, schönen Sonntag noch. Applaus